Hallo, hallo, willkommen zu meinem neuen Projekt. willkommen zu meinem neuen Projekt, das ich noch nie gemacht habe. Ich habe auf Anfrage von Zuschauern dachte ich, wäre es Zeit, sich mal wieder hier ranzuwagen, mal wieder ein Super Nintendo Spiel zu spielen. Und zwar ist das in dem Fall Stargate. Das haben wir schon des Öfteren durchgespielt. Ja, ich habe das mal alleine gemacht, in mehreren Parts. Danach habe ich es dann gemacht mit dem Halo Freak, mit Alex. Der ist jetzt auch wieder da. Und da wir das aber, ja, komischerweise jetzt schon zum dritten Mal machen, aus welchen Gründen auch immer, das wissen nur wenige, brauchten wir eine dritte Person. Weil mit jedem Mal muss natürlich eine Person mehr dabei sein. Und jetzt haben wir uns eingeladen. Lenguk. Okay. Alles klar. Lenguk, mach mit. AKA TK, aber ich bin jetzt Lenguk. Okay, du bist Lenguk. Also ja. Mit dabei ist der Timo noch mit. Ihr kennt ihr ja auch, wenn ihr regelmäßig die Streams verfolgt. Und ja, ich habe mir vorgenommen. Ich bin der Moderator. Ich habe mir vorgenommen, damit ich nicht komplett abkacke, mache ich natürlich wieder auf leicht. Ich glaube, ich habe ich die letzte Mal auch gemacht. Und ich muss das Spiel wieder auf Deutsch stellen. Und dann schaffen wir es vielleicht auch gerade wieder mit einem Playthrough auch wieder durch. Ich habe gar keine Ahnung, was sich überhaupt ändert, wenn ich die. Ich glaube, das ändert den Schaden. Ich glaube, da war irgendwas gewesen. Bestimmt. Und ja, ich habe das Beste gegeben, dass der Sound halt jetzt einigermaßen okay ist. Die anderen hören jetzt auch den Sound. Das ist exklusiv neu, dass wir das hier dann hingekriegt haben. Und dann schauen wir aber mal, was das wird. Wie das wird. Und ich fange einfach mal an. O'Neill wurde durch einen mächtigen Sandsturm von den anderen getrennt. Er ist nun alleine in feindlichem Gebiet. Scheiße! Nur mit Hilfe von Daniel Jackson, dem genialen Archäologen, kann O'Neill seine Mannschaft wiederfinden und zur Erde zurückkehren. Lenguk ist überrascht. O'Neill hat den Auftrag, mit einer Atombombe das Stargate zu versiegeln. Die Bombe ist nicht mehr zu finden. Das hab ich voll vergessen. Wo ist die Atombombe hin? Wir wissen's. Vergiss es, wo eine Atombombe ging. Und als einsamer Krieger ziehen wir jetzt los mit dem Spiel. Es ist wieder soweit. Wir versuchen das auch heute wieder in ein Stück durchzuziehen. Ihr kennt das. Das haben wir letztes Mal auch gemacht. Das wird eine halbe Ewigkeit dauern, aber was soll's. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, ne? Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Ja, lass mal starten. Ja. Also, wie ihr sehen könnt, wir können in die Hocke gehen, die ich aber ducken drücke. Die ich aber nach unten drücke, dann kann ich so dumm walken. Oh nein, oh yeah. Okay. Oh yeah. Und ja, wir können auch normal laufen. Ich weiß nicht, warum man sich ducken soll. Wahrscheinlich gibt es so super kleine Gegner. Kann ich mir vorstellen, ja. Und man kann halt nicht mehr als schießen. Granaten werfen und springen. Animation. Und sprinten. Sprinten geht mit der L, der R oder der B-Taste. Das darf man sich anscheinend aussuchen. Oh, was war das denn, Unfaires? Was? Das war einfach eine Bombe. Das war eine Bombe? Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Knödel oder sowas. Also, Ahnung, so ein Stückchen Sandstein oder sowas. Wow. Okay, dann müssen wir wohl in die nächste Höhle erstmal rein. Die erste es handelt sich um ein hochqualitatives Spiel, ey. Ja, ist ein sehr erste das Höhle mit dem Laserkäfer, ey. Von woher? Okay. Okay, das voll nicht ausweicht. Die erste Höhle, die genau gleich aussieht wie jede andere. Ja, ziemlich, oh ey. Oh Gott. Aber der hat keinen Bock mehr gehabt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr diesmal voll mit dabei seid, weil ihr diesmal auch was hören könnt. Also, da bin ich nicht ganz alleine damit. Mit den tollen Stimmen. Wobei, hören. Wobei nee. Gerade nicht. Stimmt, jetzt kommt es nicht mehr. Okay. Ja, ich kann das fixen. Ich kann das fixen. Also. Okay. Aber sonst gar nicht aufgebaut. Also, meine coolen Kumpels haben doch keinen Sound, aber es ist auch egal. Es gibt ja eh nichts Großartiges zu hören im Spiel, außer das Knattern von einem dummen Maschinengewehr. Ich höre, die Gegner machen Geräusche, wenn sie sterben. Also, verpasst doch noch gar nicht so viel. Ja, oder aber. Gibt da Musik. Ja, aber. Also, viel mehr gibt's ja eh nicht. So, ab in die Höhle. Also, was habe ich jetzt bekommen? Eine Heilung, glaube ich. Das war alles, was ich hier gekriegt habe. Die Animation. Okay. Ich vergesse es immer wieder. Also, das ist das eine, was das, worauf das Spiel stolz war. Die Animation. Die Laufanimation, ey. Das ist die Mine wieder.
Oh, scheiße! Oh, die soll ich sie erwischen. Oh, das ist unlogisch. Kontrast-Style schießen. Die hat Piff gemacht, ey. Oh, shit! Oh, 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 nein! Oh, nein, 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 bitte schon! Ich treffe es nicht! Hä, warum interessiert den einen das nicht? Dass da ein Dino hinter ihm ist. Den, Jackson hat keinen Bock, ey, was zu machen, ey. Okay. Aber der, Jackson! Oh, Jackson, wo sind Kowalski und meine Männer? Bin ich froh, sie zu sehen. Ihr Mannschaft wurde von dem übernatürlichen Herrscher dieser Welt angegriffen. Nagadana, Rasklaven, halfen uns zu entkommen, aber wir ließen unsere Vorräte in den Höhen. Kowalski und ihre Männer warten dort. Finden Sie wenigstens 5 Kisten der Vorräte für uns in den Höhlen. Ich kümmere mich um die Nagadana. Sie werden uns bei Kampf gegen greifen. Gute Idee. Lassen Sie uns an die Arbeit gehen. Danke, Daniel. Jackson. Ja. Okay, erstmal in die Höhle rein, weil Höhlen sind immer cool. Oh, was? Höhle. Warum so. Ist das, warum ist eigentlich das? Die Lichtverhältnisse so schlecht in diesen kleinen Sequenzen von den Bildern. Oh nein, nicht die. Halt, alter Mann, ich hab ihn abgeknallt. Ich bin kein Feind, oh großer Krieger, die sind die Höhe von deinem Daniel oder so. Wenn er alle Vorräte gehen hat. Daniel? Achso, stimmt sogar. Isis, aber statt da Isis auf der. Oh, heftig. Ich hab's nicht gesehen. Oh yeah, wie cool du runtergegangen bist. Ja. Okay. Die Animation an! Wow! Alter, ich wusste, holy, man kann Granaten rollen! Was? Das wusste ich nicht! Das gilt! Beim dritten Mal durch, wenn ich raus, dass er Granaten rollen kann! Oh shit! Das ist doch einmal die beste Waffe im Spiel! Hey! Hey, wie komm ich da ran? Soll man irgendwie auf das Holz. Warte mal, standest du da hinter der. Oh, wow, okay. Wow, du kannst einfach. Wie hoch ist das? Das sind doch 4 Meter bestimmt. Das ist ein Käfer. Oh, Neil, egal. Oh, shit. Man stirbt Käfer. Das ist immer raus. Stark. Oh, yeah. Neue Taktik. Eine neue Taktik entwickelt. Ja, geil. Ja, wie hoch er springen kann. Ja, yeah. Boah. Ja, ja. Das ist natürlich schön. Ich frag mich, was sie sich dabei gedacht hat, als sie das Spiel gemacht hatten, ey. Die Laufanimation ist so realistisch, den Rest müssen wir unrealistisch machen. Ja. Also lass ihn einfach 5 Meter hoch springen irgendwie. Oh nein! Er rollt die Granate! Yeah, hat man gar nicht gesehen, er ist da dahinter, ey! Das stärkste, ey! Granatenrollen ist die neue Taktik. Boah, ich hab Foreground Graphics, ey, das war der heißeste Shit damals. Wow! Boah! Shit, ey! Hat sie die mal weggegraben? Hat er sich. Echt, er hat sich nicht weggegraben, ey. Ja. Ich hab mich nicht vertan. Dieses Truhe, da warst du wieder ein. Du hast schon mir Ägypterzeichen. Ägypterzeichen heilen, nein, irgendwie, ey. Das ist so ein scheiß Angst. Okay, wenn man stehen bleibt und schießt, dann wird man nie wieder laufen dabei. Das ist gut zu wissen. So kann man also sich locken. Oh, oh nein, böser Käfer! Aber die erinnere ich mich jetzt, wo ich sie sehe, ey. Jetzt dachte ich gerade, wie kurz Moment, ich spiele Dead Cells. Ich habe versucht, auf den Gegner drauf zu slammen. Das funktioniert natürlich nicht. Scheiße. Oh, noch eine Isis. Guck mal, Isis steht da drauf. Es könnte hinter diesem Gurt hinter sein, dass er Isis ist. Ich glaube, das soll US heißen. Oh. Ja, ja. Schade. Das grüne US. Sorry, ich wollte euch nicht alle Scheiße zerstören. Ich finde aber auch, die Animation kommt ziemlich aufs US. Guck dir die Cell-Klitter-Animation an. Oh, oh yeah! Wow! Oh, shit. Alter, die Mühe! Die Animation. Das heißt sich gut ab. Animation, die. Die Animation. Du, echter Held! Animation 100% Mühe, Gameplay 0%. Naja, aber gut. Ich finde genug Truhen und Truhen sind gut, damit ich. Secret Stuff. Oh, ob ich da rankomme, wenn ich hier rüber springe, von hier aus. Gleichzeitig die Granate schmeißen. Was? Das geht so. Rüber den nochmal. Oh, nee, ich kann nicht aufgeben. Also ich kann anscheinend bis zu den schwarzen Punkt da gehen. Oh, Bilder, oh, ey. Also kurz davor. Das sieht so aus als wenn, ich glaube es geht nicht, ey.
Nein, versuch mal. Ah, ich glaub, das geht, ey. Okay, nochmal, okay. So richtig bis zum Ende. Oh. Okay, nochmal. Richtig pixel perfect. Oh! Okay. Alter, das war super geschafft eigentlich. Kannst du. Voll unfair. Okay. Kannst du von da drüber runterfallen oder so? Ja. Toll. Wow. Schlechtester Tank der Welt, ey. Okay, mal sehen. Geh ich halt andersrum irgendwie. So. Ich kann nicht die US-Kiste liegen lassen. Kann ich die, ich kann da logisch nicht nach oben gucken. Ich brauche bestimmt noch eine US-Kiste. Ich glaube, ich habe 4. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder habe ich schon 5? Ey! Hallo. Boah! Die beste Taktik, ey. Klippengranaten, ich erinnere mich. So, das ist, glaube ich, die letzte Kiste. Voll die Secret Passage, ey. Oh, nein! Oh, okay, alles klar, verstehe. Aber wenn man Heilung braucht, dann finden wir sie dort. Kann immer nur Klippen runterspringen, das ist das Eisen. Geh lieber wieder zurück. Oh Gott, geh lieber zurück zum alten Mann. Aus wie eine Frau. Oh, noch eine Granate, geil, 20 Stück schon. Alter, so viele Drohnen. Respawn die? Das ist eine gute Frage. Ob es Sachen gibt, die hier. Oh, richtig balancieren, ey. Ja. Richtig. Okay, ich gehe hier rein. Richtig Feinheiten. Ach, oh, hallo, ich bin da. Okay, oh, los geht's. Logisch, okay, Gegner Respawn treffen, auf jeden Daniel Fall. Daniel Jackson ist weg, ey. Ja, er macht ja seinen schon. Job, ey. Oh nein, böse Fliege. Alter, seine bist du ausführen, ne? Die Saukulisse, die spießt einfach so kacke, ey. Was rollt Granate runter? Warte. Ich hab keine andere Wahl. Ja. Ich hab nur eine Frage, warum kann man mit dem Stargate eigentlich nur Wüstenplaneten und Ägyptervölker erreichen? Weil damals immer Ägypten war bei Stargate im Film noch. Im Film war immer nur Ägypten. Und als sie dann die Serie SG-1 gemacht haben, da war es nicht mehr nur Ägypten. Da waren es sogar manchmal andere Sachen. Dazu, die zweite Höhle, die genau gleich aussieht. Wenigstens als die Replikatoren da waren, wusste man, jetzt geht die Serie einfach nur verrückt. Okay. Oh shit, ey. Replikatoren machen wohl echt heiß. Ja, ich hab gewusst, das soll was ist, ey. Ich hab's gerochen. Boah, yeah, wieder Granatenbowling, ey. Oh shit, ich muss kacken. Die beste Fähigkeit im Spiel. Ich hab Angst. Dummes Laufen. Warum hat der Energy Hammer das eigentlich noch nicht gespielt? Das weiß ich leider auch nicht. Nö. Wahrscheinlich, weil er das so geil fand mit den Laufen. Der dachte, das ist so, ey, das ist Qualität, ey. Das kann ich nicht schlecht reden. Nö. Oh ja! Ja, geil, Heilung. Stimmt, das war Heilung. Heilung. Komische. Ich wollte Anubis-Kreuz gerade sagen. Ist auch Anubis-Kreuz, können wir bleiben. Heiliger Anubis-Kreuz, wie ein Heilen. Deutsche Kreuz wollte ich jetzt sagen, wie heißt das? Ist dasselbe. Arztkreuz, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das heißt. Johanniter. Johanniter, okay. Ank. Nein, ich wollte ihn abballern! Ich wollte ihn. Das ist das erste Mal, was passiert ist. Das ist, glaube ich, bei jedem Mal bisher passiert. Das ist einmal. Scheiße. Was, wenn ich so mache? Okay, dann geht. Okay, cool. Ich habe Angst vor den Dinos. Ich frage mich, warum ist. Also ich finde es aber schön, dass alles grün ist und man weiß, dass es dann Gegner ist. Ja, man selbst auch. Oh, shit! Oh nein! Oh, wie ist das denn? Du bist in keine Ritze rausgekommen, irgendwie. Oh nein. Die geheimnisvolle Stadt Nagada. Menschen aus dem alten Ägypten wurden als Sklaven nach Abydos verschleppt. Das Volk lebt dort seitdem in ständiger Angst vor Ra, dem Herrscher. Scheiße. Epische Story, Erinnerung ist mal beeindruckt. Wenn man eine Frau. Es ist wahr! Der große Krieger wird kommen, um uns gegen Ra anzuführen. Wenn ich dadurch meine Männer zurückbekomme, bin ich dabei. Wir werden dir auch helfen, wenn du unsere 4 Stammesels in Nagada finden kannst. Sie sind nach dem Kampf Ra's herum oder so. Alter. Das stimmt. Ägypten! Das ist bei dir Sache für mich drin. Einer unserer Ältesten kann das östliche Tor öffnen. Deine Männer gingen in diese Richtung. Das kann er doch selbst machen eigentlich. Ja, hat er keinen Bock zu. Warum macht er nicht selbst?
Und die so, ja, ich schau eh nach Stargate Abfällig. Wegen Killerkäfern, ey. Scheiße, die Killerkäfer-Invasion ist zu groß. Oh! Stargate-Mann drum kümmern. Was ist das? Wieso rollt die Granate eigentlich so, wie sie rollt? Ohne Scheiße jetzt mal. Und sie rollt so? Ich dann kann sogar runterrollen, ey. Dann bleibt sie einfach stehen. Ja, da kann die wirklich nur 2 Meter weit rollen. Oh, oh nein! Oh, okay. Boah, oh shit, ey. Der Hänger. Yeah, immer coole Sachen da reinstecken in die Box. Immer so, yeah. Coole Sachen oben links in die Box reinstecken. Ist das eigentlich das Spiel, wo Leute aus dem Fenster mit Tellern oder so schmeißen? Oh! Alter, wie ist er da? Oh shit, ey. Das sind die Hüter von Ra. Ja, ich glaube auch. Die Hüter von Mega Ninjas. So. Oh, die Granate. Ging nicht. Man muss die Klippenhänger machen. Oh, was willst du? Der erste Spaß. Okay. Die Steuerung ist so steif, ey. Die Steuerung ist so verdammt steif. Warum? Warum braucht ihr das? Oh, wenn er immun ist. Er schießt schon, pass auf. Ey, wow, voll der. Alter! Voll der. Alter, wow! Warum gibt's so viele Möglichkeiten, Granaten zu schmeißen? Was ist denn? Was will er? Wie geht ich mit dem? Hol dir das Mini-Star-Gitter um! Ja, ich glaube, ich hol mir das gleich. Also, muss ich gucken, was hier oben links ist. Oh nein, schon wieder rar. Oh nein. Aua! Oh, Scheiße! Wieso funktionieren Granaten so schwer eigentlich immer so, dass du sie jemand gegen den Kopf wirfst und die dann instant explodieren? Mann, ey. Ja, hab ich schon erklärt eigentlich, dass das Gewehr überhitzen kann im Spiel. Ja, ist oben links eine Anzeige, weil man nicht aufpasst, dann überhitzt das. Also zum Glück haben wir ein richtig großes Magazin, weshalb das so schnell nicht passiert gerade. Ich denke jetzt echt, sein Gewehr ist so eine Tube, senkrecht drin. Ja. Die erhitzt dann. Oh nein. Oh, ich geh mal rein. Sowieso, ey, ich hab da Bock zu. Oh nein, kommt wieder. Oh, wow. Gipfel. Schön, dass die Musik jetzt schon anfängt zu recyceln. Es gibt doch irgendwie nur 3 oder so. Ja. 3 oder 4. Oh Gott. Was ist denn hier für eine Lage? Hier ist alles. Oh nein. Oh, Granaten sind die besten Waffen. Das ist echt so irgendwie. Oh ja, geil, wie ich sage. One-Up. Achso, das ist. One-Up ist das, okay. Oh, oh, Mann. Alter, was ist das? Das ist voll der. Boah, Megasprudel! Weihrauchbehälter. Was ist das? Oh, minus 16 Grad! Minus 16 Grad! Okay, das ist auch Shades mit 16 Grad, aber minus 16 Grad, das ist halt. Die Scheiße. Minus 16 Grad. Minus 16 Grad. Was macht das jetzt, wenn es minus 16 Grad ist? Jetzt ist die Tube weiß geworden. Ja, also kann nicht mehr überhitzen. Ja. Ey, ich weiß nicht, vielleicht. Ey, stimmt! Kann eh nicht mehr überhitzen, ey. Du bist was. Super die Tube abgekühlt, ey. Ey, ich seh dich, Käfer. Tube. Ist oh, das ist so. Ja, ne? Au! Du Bruder! Was? Sollte sich 2 cm weg teleportieren. Oh shit! Er balanciert so auf so ein Stück Holz, aber hat keine Angst mit dem Gewehr. Zu ballern irgendwie drauf. Oh, das ist Mini-Stargate. Oh ja, Mini-Stargate. Ja, ja, wieder leben. Soll ich Mini-Stargate geholt? Das ist aber kurz gerade. Balanciert sich so rüber und springt dabei rum. Voll. Oh, der letzte Mann! Oh, okay, Chef, so, was nun? Gut gemacht, oh großer Einheimer. Nun wirst du uns im Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit anführen. Nicht so schnell, Opa! Was? Eure Revolution wird warten müssen, bis ich meine Männer gefunden habe. Ich werde erst wieder zurückkommen, wenn ich weiß, dass sie in Sicherheit sind. Warum macht der einfach mit? Okay. So, einfach so, okay, ich mach das. Oh, es halt wieder für Wüste. Für die Schlacht mit derselben Wüste. Für die Schlacht für ISIS, eure Anführerin oder so. ISIS. Oh nein! Das schmeißt mit Granaten ab. O'Neill, wir dachten, sie wären tot. So fühle ich mich auch. Ich glaube nicht, was ich für einen Tag hinter mir habe. Er ist tot! Er wird noch schlimmer. Ich glaube, Kowalski ist tot.
Die Soldaten sind in die Höhe, benötigen Kisten, die sie gefunden haben. Warum haben wir Boss nicht geglaubt? Warten Sie, noch etwas. Ras Leute besitzen Teile der Bombe, die sie nach Rana gehen. Sollte Ra rausfinden, was eine ist. Wir sind schon auf dem Weg. Okay. Guck dir seinen Sonnenuntergang. Oh, ich glaube, das läuft. Erstmal ist so ein Käfer, ey. Erstmal so ein Käfer direkt ins Gesicht schmeißen. Käfer, ey, ich schlimm. Oh, Scheiße! Das war knapp, ey. Das war knapp, ey. Okay, ich hab alles so eine Kontrolle. Manche Insekten fliegen und manche nur auf dem Boden sein. So, Alex, erklär mir das jetzt mal. Warum habt ihr einfach gedacht, dass der Typ tot ist? Tot. Ist voll nichts passiert, keine Ahnung. Das müssen wir rumgelaufen. Da dachten sie sind dumm. Also dachte die Höhle stürzt ein, in der sie ihn geschickt hat. Kommt der hin. Der ohne ihn geschickt wurde. Oh scheiße. Ah! Alle auf und halt dich voll! Okay, wieder nach unten. Warte, oh, Oberarmmuskeln, oh shit. Oh shit, ey. Okay, ich hab. Oh, Nidas, keine Angst, er schießt einfach schon, bevor Gegner da sind. Ist er runtergefallen? Jetzt wieder der härteste Macker, ey. Kacken gehen, kacken gehen. Kacken gehen. Ja. Oh! Oh shit! Oh, yeah, yeah, yeah. Alles normal. Okay. Oh, Supermagazin. Beep, boop. Ammo. Wow. Supermagazin. Ammo 10%. Aber nicht mal minus 16 Grad, scheiße. Für Ammo. Für das Gewehr, damit es länger durchhält, bevor es überhitzt, denke ich mal. Okay. Ich glaube, so soll das gemeint sein, hoffe ich. Ich glaube, es ist mehr Schaden, oder? Das kann natürlich auch sein, ja. Ich verstehe sowieso keine nicht. Ahnung. Ich verstehe sowieso nicht das Ding neben Tuben-Überhitzungsgewehr, das rechte. Das sieht nicht nach einem Magazin aus. Ich weiß nicht, was es darstellt. So, mal sehen. Oh Gott. Oh, Alter! Was war das Ding? Ich erinnere mich! Was macht das? Rapid Fire! Oh! Alter, schieß ich schnell! Was ist Ding? Wow. Oh shit, oh shit! Okay. Ihr könnt alle sterben! Okay. Keine Gegner, ich schieß! Stark. Rapid Fire! Oh! Oh nein! Der sagt, wir sind alle tot. Alle sagen immer, irgendjemand ist tot. Der denkt, dass alle tot. Er sagt immer, dass alle tot sind. Was ist ein Arschloch? Er sollte bei Archäologie bleiben. Wow. Medizin ist nicht seine Stärke. Wo sind die anderen Jungs? An der Front. Können Sie sie finden? Sie bräuchten dringend Vorräte. Außerdem ist Daniel verschwunden. Schon wieder. Keine Sorge, haben Sie noch nicht davon gehört? Ich bin jetzt der große Krieger. Großer Krieger, ja. Gut, das macht Sinn. Na gut, großer Krieger. Ein Junge namens Skara kann Ihnen helfen, die Atombombe zu finden. Aber er ist auch weg. Na danke! Warum zeigt er einen Mittelfinger da? Warum denkt Daniel, dass alle tot sind? Das weiß ich. Das ist doch minus 16 Grad. Was ist denn dieses Erste-Hilfe-Paket, wenn er da halb tot herumliegt? Voll das Arschloch. Hätte er viel besser gebrauchen können. Okay, darf ich jetzt wieder gehen. Der Käfer hat den nicht aufgefressen. Also, ne, ja, da kann Bock zu, ey. Okay. Die Käfer könnten nur schießen, irgendwie. Was? Es gibt auch noch andere Rassen auf dieser Welt, von denen wir nichts wissen. Nicht nur Stargate. Also, das Ammo-Symbol sieht aus wie das Symbol neben dem Maschinengewehr. Ja. Ich kann. Spezialmunition oder? Ich glaube, so in etwa, ja. Vielleicht hat er eigentlich recht, es macht mehr Schaden, aber. Ich glaube, es war einfach nur mehr Schaden, wenn es größer ist, glaube ich. Okay. Aber es sieht so. Ich weiß echt nicht, was es darstellen soll. Wow, der hat super Grenade Dodge gemacht. Ey. Warum spuckt der mit Blut? Ich hab 20.000 mal angerotzt. Einen Schaden genommen, weil leicht. Ich werde mich anschauen. Oh yeah, ballern! Okay. Oh, noch so ein Ding. Ammo und Ank. Ammo und
schwedische. Und stellt Bipu, Bipu. Sie hat den von alleine so und schießt Mund. Irgendwie, keine Ahnung. Das ist so ein wütender Mund irgendwie. Okay. Okay. Das ist echt. Das ist doch das ultimative Stargate-Let's Play-Erlebnis. Ich glaube, ich bin auch so ziemlich der einzige Kanal auf YouTube, egal in welcher Sprache, der dieses Spiel gemacht hat, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich weiß nicht, man könnte aber auf YouTube gehen und mal gucken, ob es irgendeinen anderen Assi gibt, der dieses scheiß Spiel gezeigt hat in Deutschland. Mit einer halbwegs akzeptabler Qualität, wo er sich nicht denkt, was hat er gemacht. Und ich auch aus gutem Grund. Dreimal. Will ich nochmal dazu ergänzen. Oh ja, aus! Oh, ja, hey, oh, oh yeah! Oh, Speedruns. Oh, Atompompiste! Ja! Amerika! Dachte er sich. Amerika! Ja! Hab ich jetzt die Atombombe gefunden? Amerika! Oh Gott, er hat's auch gefunden, okay. Oh, da ist er wieder. Oh nein! Oh ja! Oh Mann, er ist unbesiegbar irgendwie. Hat nicht mehr. Hat irgendwie jemand. Ja, jetzt habe ich nur das normale Magazin, jetzt mache ich nicht mehr so viel Schaden. Ich glaub, jetzt das ist so ein kleines Scheißteil. Ja. Aber ich habe die Atombombe gefunden, oder? Was, ich hab so ein Passwortweber gefunden. Reicht das nicht aus? Schicksals. Hier in die Richtung. Oh! Verschwinde in der Wand. Fuck, ey, ich hab. Oh nein! Ich hätte aufgepasst, weil ich Denkungsbild bearbeiten muss. Das ist okay. Das ist okay. Ich muss meine Reaktion live updaten, ey. Gab's ein Update? Also jetzt bin ich traurig. Achso, ja, die ganze also, Zeit jetzt. Schon. Ja, Zeit schon, ich sehe es nicht, aber ja, aber es wird angezeigt, es wird angezeigt. Keine Sorge. Ich finde, du hättest seinen Mund ein Gewehr zeichnen sollen oder so. Ach du Scheiße, stimmt, das waren die unlogischen Jump-Run-Passagen. Wow. Ist der jetzt beim Spielkästchen? Aber daneben springen. Von vorne. Du kennst ja den Dark Mode Wuff. Macht richtig Spaß, ey. Toll. Man hat ja auch so viel. Man muss so viel. Oh, Armtraining. Oh, okay. Alles ist steif. Die Steuerung ist steif. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich scheiße es ist. Doch, ich kann mir das gut vorstellen. Irgendwie sieht das ein bisschen aus wie Oddworld. So. Oddworld nur mit Animation. Ja. Outworld hat auch irgendwie voll die heftigen Animationen. Bloß nicht ganz so gut, glaube ich. Ich erinnere mich, ich will ihn mal spielen, wenn ich mal auf der PS1. Da irgendein Teil gehabt, ich hatte halt, irgendwie war ich 5 Jahre alt und ich hatte Angst vor dem Spiel. Ja, vor dem Spiel kann man auch Angst haben, ey. Okay. Also kannst du auch einfach mit einer Hand festhalten und schießen, ey, das ist ihm egal, ey. Der Typ, den man spielt, ist creepy, der Typ, den man, die Typen, die man rettet, sind creepy. Ja, ist echt so. Und die Typen, die verfeindet sind, sind creepy. Nur die US-Soldaten, die ballern in die Luft. Und da war einer oben! Dann kannst du die unter so einem Fleischwolf stellen und die zerfetzen einfach in 1000 Fleischstücke. Ja. Aber darüber freut sich Lingo. Darüber freut sich Lingo. Da war doch so ein grüner Mann oben. Ich glaube, das ist so ein hier Daniel Jackson kann das sein. Hab ich nicht erkannt. Nee. Also, oh nein! So ein Mann da wartet er. Soll er schießen will. Oh, so, ja. Oh ja, geil! Oh geil! Schön, dass du da bist! Okay, ich schieße alle ab, die von links kommen. Wieso musst du dann eigentlich herumballern, ey? Die aus Amerika kommen, machst du das mal. Oh shit, oh shit! Ey, der Käfer getroffen. Alter, die Combo, ey. Der hat den Button mit der Granate getroffen, ey. Das ist ein super Skill. Dafür gäbe es in modernen Spielen ein Achievement bestimmt. Pro Gaming. Ja, ist echt so, hast recht. Das Achievement heißt Pro Gaming, genau. Ja. Scheiße, er ist schon weg. Hä? Wo ist der hin? Und deswegen glaubt muss ich ja hin. Jackson, dass alle tot sind. Sie verschwinden einfach so. Ja. Okay. Es geht nicht weiter. Wo muss man hin? Ja, die Tür öffnet sich, wenn man alle Schießer gefunden hat. Oh, wow! Ich gehe mal von aus, es macht Sinn. Toll. In der gewissen Art und Weise. Okay.
Oh shit! Das ist alles eingestürzt, Kurt. Oh, hier geht's weiter. Sölle. Gut abgeworfen, ne? Jetzt geh ich nicht weiter. Kann ich da durch? Nee. Kann ich hier durch? Nee. Verdammt, ey. Ich hab zu Timo wieder rüber geschaut. Ach, unlogisch. Live Reaction. Irgendwie. Der letzte grüne Mann finden wir ja nicht mehr. Schon da irgendwas war grünes war da oben gerade. Und Käfer. Ja, irgendwie da oben? Scheiße, ah, da vielleicht. Hier Pharaonen-Symbol, aber oh, das kann man hier links? Ja. Oh, kann man. Okay, mal. Cool. Oh! 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 Gesicht! Okay. Oh, Fontäne wieder! Okay, komm hier lang. Ach, ja, minus 16 Grad. Grad. Ja, das ist wirklich, das ist minus 16 Grad, so, weißt du? Oh, das ist der letzte! Also geil! Ja, Mann! Oh, da ist doch einer! Ja, der ist doch. Was ist ein Arschloch? Wie soll ich denn zu dick? Oh! Was ist das für ein. Was ist das für ein Geräusch? Warum kommen wir nicht durch? Shit, ey. Ah, schon wieder eingestürzt. Das war dieselbe Kacke. Die hat sich wieder aufgebaut und ist eingestürzt. Ach du Scheiße. Ich... Alter, man kann zurückgehen. So, wie komme ich da nach oben hin? Ich glaube, hier lang. Das würde Sinn machen, wenn ich hier lang kann. Ja, okay, cool. Könnt ihr mal aufhören, hier rumzukrabbeln? Danke. Ich führe doch zu den Typen dahin. Oh, warte mal. Die rechts sind doch so kacke zum Rüberspringen gewesen gerade. Okay. Mal kurz mal hier oben. Wenn die das nicht so komisch gemacht hätten. Ja! Ah, sehr gut. Und nicht so, du musst da einen Typen lang rennen, die einfach irgendwie nur dastehen und da in die Luft schießen. Und man hätte irgendwas Cooles hingemacht, irgendwie Upgrades oder sowas. Was da geht, Alter? Dann wäre das cool gewesen, aber es ist einfach nur ist gar nichts. Du musst da links, hoch, runter, rechts alles nachgucken und dann kannst du Level bannen. Aber das ist wie so ein altes Amiga-Scheiß-Game, ey. Also das verstehe ich jetzt nicht, Tio. Also das ist doch ein gutes Gameplay. Siehst du nicht, wie Spaß ich habe gerade mit dem Spiel? Ja, aber aus ganz anderen Gründen. Alter, ich versuche einfach nur so schnell wie möglich hier durchzukommen, aber ich schaff's einfach nicht. Ich schaff's einfach nicht, das Spiel verhindert ist. Dafür. Zwei Stunden war unsere dafür Aufnahme. Das ist deine Existenzberechtigung. Wenigstens farmst du Granaten. Ja. Alter, 44 Granaten. Kann ich jetzt endlich raus hier? Wir die nehmen dir das weg, wenn du ins nächste Level gehst, ey. Das kann sein. Oh! Tschüss! Oh shit. Man darf sich die unlogische Tür nach oben rechts. Bitte lass mich hier raus! Oh Gott, wo bin ich denn? Noch mehr Leute mit Schießer. Einfach nur ein Haus. Oh shit, oh shit! Granaten fliegen durch die Gegend. Oh shit! Der Echo-Effekt. Dramatisch gestorben. Damit hat er nicht gerechnet, glaube ich. Gott, fliegende Kacke. Wo ist er hin? Von oben her! Konnte ich wohl nicht gegen machen! Mega! Mega Ammo! Ja, geil, ey. Alter. Rapid Fire und Mega. Wie ist ja alles? Ich kann nur Glück sagen, dass ich sie gefunden habe. Bedanken Sie sich bei Kowalski. Kowalski ist an dem. Ja, wir sind eben Profis. Ein anderer Profi möchte sie treffen. Sein Name ist Anubis. Er ist Ra's mächtigster Kämpfer. Das ist eine Verabredung, zu der ich sicher nicht erscheinen werde. Was? Sie müssen hingehen. Anubis verfolgt eine Anführerin der Rebellen namens Shauri. Ich finde, es ist unser Kampf zu Ende und wir müssen hier bleiben. Okay. Und dann guckt er auf sein Handy irgendwie. Ja. Mach ich das halt, dann gehe ich da hin.
Okay, hier bin ich. Oh nein. Oh Gott, ich habe mein Upgrade wieder verloren, weil ich ein anderes Upgrade genommen habe. Das stimmt. Das ist natürlich sehr sympathisch. Warum kann man da reingehen? Also ich soll Shauri finden, habe ich das richtig verstanden? Wer ist das denn? Oh nein, muss ich wieder Leute finden? Oh, das sind auch alte Männer, obwohl sie wie Frauen aussehen, oder was? Dann schießt er auch wieder mit der Lanze in die Luft. Oh! Freut sich richtig. Das ist, richtig, ist auch ein Krieger. Ja. Also ja, geil. Oh! Oh, stimmt, so pipipi, oh, ein Käfer mit Arm. Wow! Alter, das ist voll unfair. Viel Granaten-Spam. Ah, was? Hallo. Hallo. Okay, ey. Ja. Okay. Oh, ist das für eine Turbine? Stimmt. Wildfire. Oh, Alter, ich treffe alles vor mir. Ist voll die mega AOE-Hitbox auf einmal, ey. Was, das macht aber keinen Sinn. Das ist ich glaube, es wollte es mal gerne sein, ja. Ja. Den Typen da unten an der Arena. Oh nein, das ist der Mund. Voll die Eier geschlagen. Voll der Assi. Voll der Explosion Fist in die. Alter, alles! Oh, 16 Grad hab ich diesen. Ja. 16 Grad, 16 Grad. Oh, ich bin der mächtigste Krieger von allen. Ihr könnt mich nicht besiegen. Ich hab ne Waffe mit Upgrade, sie irgendwann wieder verschwinden, das ist kein Sinn. Kann ich hier lang? Ah, ein neuer Krieger will besiegt werden. Ihr tapferer Krieger seid euren Ruf nicht wert. Ihr tapferen Krieger, so. Überraschung, Hundeschnauze, du hast bis jetzt noch keinen von uns erledigen können. Dann sollst du der Erste sein. Oh shit, ey. Voll das Wortgefecht. Hä? Oder warte der? Warum ist er? Der macht Klacke wie die Eier! Ich hab die Granaten. Ja, hast du sehr oft den Hänger gemacht, glaube ich, den Granatenhänger. Ja, da muss ich auch machen. Das ist doch so meine erste Intuition wieder. Granatenhänger zu machen. Was ist der? So viel Eindruck. Muss der Devil ein Krieger sein, der stellt sich nicht mal den Krieger. Ja, so Arschloch. Alter, der Boss hat Schaden bekommen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Scheiß Baumeln, Alter. Oder warte, da unten ballert dich ab. Der verliert so wenig Leben. Das ist für eine Platte da rechts eigentlich. Wo ist er hin? Oh, okay. Ich höre mal dieses Teleportgeräusch ganz subtil, aber. Was bringt mir das? Boah! Hast du seine coolen Moves gesehen? Ja. Ja. Und beträgt sich da am wenigsten. Eier! Oh, meine Eier! Oh, shit! Oh, shit! Oh, damit hab ich nicht gerechnet! Er schießt ihn! Okay! Auf alter Granat zerbrollt! Alter, was für coole Moves er macht mit seinem Plasmaschwert irgendwie, Plasmastab! Das ist für eine Sache! Ich hab ihn nur zweimal getroffen, ey! Das ist was für böse Frische! Er ist irgendwie. Dumme. Alter! Oh. Irgendwie so eine dumme Bullet-Hell-Kugeln, keine Ahnung wie. Das ist dieses Bild bouncen, ey! Rio-Chat, oh shit! Wir sehen! Oh, unfair! Oh, wie cool! Schießen! Alter, diese scheiß Kamera! Warum kann die nicht einfach so, weißt du, so 50% mehr rausgezoomt sein, ey? Das wird schon bringen. Das ist einfach Heilung von mir. Da gibt's auch neue Granaten, ne? Diese Pfannkuchen, die hier rumfliegen, ey. Kann er mal einen Moment an derselben Stelle bleiben? Ja, danke. Okay. Schlag ihn! Ey, geil, ey, ich gewinne das Ding hier. Du musst den Nahkampf Schlag in die Eier besiegen, ey. Schlag in die Eier. Also, ich will doch nur eine Granate werfen, aber Schlag in die Eier. Oh, das geht nicht. Ja, man sieht ja keine Granate, man sieht nur einfach den Schlag und die Explosion. Ja. Oh, Scheiße! Was? doppelt in die Eier geschlagen, ist gestorben. Alter, was zur Hölle? Doppelter Eierpunch hat ihn besiegt. Eier sind explodiert irgendwie. Doppelt in die Eier geschlagen, du gewinnst. Explosion! Voll keine Granaten mehr. Egal, das haben wir alles für den Bosskampf gut verwendet, ey. Okay. Jetzt mal neu fahren jetzt. Alter, hier liegen schon wieder ganz viele neue. Schon wieder so eine Turbine. Alter. Hat geklappt.
Das ist dieselbe Plattform, die das Spiel wie Super Mario World oder sowas gebracht hat, ne? Was? Dieselbe Plattform, die das Spiel wie Super Mario World gebracht hat oder Final Fantasy. Oder Terranigma. Das alles kannst du auf derselben Konsole spielen. Oder gute Spiele. Ja, da gibt's dann noch, da gibt's dann noch Stargate. Ja, irgendwo dazwischen ist Stargate einfach. Explosion. Ein Schlag in die Eier. Oh! Da wartet ihr schon! Sekunde, was? Du hast gut gekämpft, aber nächstes Mal bist du dran. Der ist doch voll explodiert! Aus dem Weg. Ich hab ihn doch doppelt in die Eier gepuncht, wie kann er das Spiel nehmen? Ist eigentlich explodiert. Er hat so einen schönen Beef gehabt und dann so, ja, tschüss. Ja, einfach so, oh ja, ja, Arschloch, ich hasse dich, hau ab. Also wir haben keinen Bock, einen anderen Sprite zu machen, deswegen... Danke für die Rettung. Mehrmals gegen mich du kämpfen. Musst schnell handeln, um Skara zu finden. Ohne ihn hat die Rebellion keine Chance. Ich schaffe es auch ohne die Hilfe eines Jungen. Skara weiß mehr über den Feind und dessen Pläne als wir. Er ist ein Profi. Profi? Er ist ein Profi. Er weiß mehr, er ist ein Profi. Du bist so komisch mit der Hand gemacht. Okay, mal sehen. Es gibt wenigstens mehr als so Wüste und Stadt. Es gibt auch Untergrund und es gibt Höhlen. Also, das kennen wir schlimmer. Glaube ich. Naja. Link to the Past gab es auch für den Super Nintendo. Ja, stimmt. Ey, geil. Es gibt auch Link to the Past super viele Randomizer. Super Metroid, stimmt. Ja. Link to the Super Metroid Randomizer gibt's auch. Sein neues Spiel. Da kann man richtig viel Spaß. Schau mal, wo ein Stargate Randomizer, wie geil das wäre. Alte Items werden Randomizer und Gegner auch. Ja, weil die ja so viel bringen. Also, oh wow, deine Waffe überhitzt nicht. Oh, Granaten. Weißt du, du hast eben 50.000 Stück daneben geschmissen bei meinem Bosskampf da. Du hast immer noch welche übrig. Oh shit. Er ist doch ein Arschloch gewesen, ey. Er ist ja ein ausgehört, aber seine Assi-Tele. Wie schwul von dir, dass er sich auch einfach teleportieren darf. Wieso darf er sich teleportieren? Also, ich hab Granaten und er hat so einen super Laserschuss, der 4000 Mal auf einmal kommt. Warum ist eigentlich alles grün? So ist es. Du kriegst eine Granate in die Fresse, da wirst du nicht. Was hast du denn da gemacht? Teleportieren denken. Das ist ein Typ, mir wie umgebracht. Ja, ich glaube, der Typ sollte anzeigen, dass man da irgendwie durchkrabbeln kann. Also, yeah. Oh shit, der kleine Junge, ey. Großer Krieger, eine dieser Türen führt direkt zu einem geheimen Keller in Nagada. Die anderen führen dich in den Sklavenminen und dann in den Keller. Und welche Tür bringt mich direkt zum Keller? Das weiß ich nicht. Viel Glück. Ah, dankeschön, Typ, der viel weiß. Ah, welche Tür nimmst du? Die ganzen, was ist das denn? Die ganzen Tweets. Das sind die Supergranaten. Ey, die Penisbomben, so sah es aus. Das stimmt, das ist auch da. Ja. Ey? Penis. Ja, da, nee, also, der Tür, der kleine Junge so, ey, großer Krieger, die haben hier keine Üs wegen der Engine. Kann ich keine Üs sagen. Deswegen sage ich Tweren. Nimm die linke, da muss doch weitergehen. Über den Keller angekommen. Glaube ich. Boah, da guck ich mir ja Magazin an. Alter, das ist ein. Warum nicht? Ey, versuch's doch noch ein bisschen, vielleicht klappt das dann. Ja, hab ich mir gedacht eigentlich. Okay. Ey, jetzt ist das super groß! Ja, super groß. Oh. Alter, ey, wieso kann er das nicht einfach behalten, ey? Wieso verschwindet das alle Zeit wieder? Soll ich denn sagen, dass das Magazin dann irgendwann leer ist, oder? Aber egal wie ich es nutze, es ist immer leer nach einer bestimmten Zeit. Mann, ich will da ran! die Fallanimation, ey. Bomben benutzt. Das steht einfach irgendwie so. Also doch mal runterfallen lassen, Mann. Ja, okay. Einfach nur so, oh, Scheiße. Okay. Wenn du deinen Penisbomben benutzt, dann wirst du. Oh Gott. Oh, übertragen, wo waren sie? Alter, Uri, wie sie wollten. Gut. Nun kann sie retten. Okay, sie darf nächstes Mal mit Anubis kämpfen. Sie kann nicht. Sie ist hier in Nagada und verkleidet als ein Stammesältester.
Finden Sie sie. Shaori wird Ihnen das Tor öffnen. Die Scheiß Story, ey. Oh. Sorry, Herr Tomo. Jetzt rennst du rum und machst genau dasselbe. Nein, gar nicht wahr. Der Typ, der Spaß sieht, der plötzlich eine Frau ist. Ich hoffe, der Boss kommt wieder. Nein, nicht so gute Munition und andere Sachen. Oh ja, cool, jetzt ist er schon der Munition. Oh, wow, ey. Das sind die guten Upgrades, die behalten, ey. Da war der Ducker! Oh, wow, was? Das sind die Mega. Das sind die Hodengranaten, ey. Das ist ein Neuner, ne? Okay. Der stärkste auf der Welt, ey. Okay, wo bin ich hier jetzt schon wieder? Oh, Granaten, geil. Kann man gebrauchen. Hör auf, so cool zu bauen. Yeah! Ich bin der Boss, oh, okay, also, ich bin der Macker, ey. Guck mal, wie ich hier. Ja, wie ich hier so rum, ey. Einem Arm, ey. Ich bin so stark. Ja. So sah es echt aus. Oh, oh, oh. Ich hab ja weggeballert. Oh shit, noch schneller das Ballern. Oh, hat durch dich durchgeschossen! Das war heftig. Oh Gott. Wie so ein Paket. Was ist das Rote? Das war ja ein Ring. Macht's einfach nur. Ich verstehe mich gar nicht, was das macht. Das ist irgendwas. Ich kann es auch nicht sagen. Ja, irgendwas muss es ja sein, ne? Es sieht aus wie ein Rucksack. Also, es unterscheidet sich, weil es sich rot ist. Und das macht vielleicht ist von allen etwas? Keine Ahnung. Ist auch nicht. Oh shit, oh! Alter. Oh, trotzdem trifft die Supergranate. Zweimal die Eier geschlagen. Alter, der Superkrieger muss echt super sein. Ich meine, ich habe zweimal die Eier geschlagen als Finisher. Und der stand da oben immer noch so. Irgendwie super. Mega. Mann, diese scheiß Käfer, die einfach Laser schießen. Die sind irgendwie super unimpressed, ey. Ja. Und dann gehst du zu den Händen und dann sagen die so: Ja, Bruder. Ja, Bruder. Oh, nee, genau solche Zuckungen. Solche Zuckungen würde ich auch kriegen, wenn ich direkt neben so einem Typen stehe und kriege erstmal so eine Zuckung und das ist total taktisch und so. Ich bin Uni. Hast du deinen Speed verloren? Ich hab die Taste losgelassen auf das Ding. Aber da schießt er schon da unten. Du kannst ein Kiefer. Oh! Oh, 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 hol doch ran! Oh, Scheiße! Oh, was auch? Was zur Hölle? Voll nix! Und unfair! Ich geb bei Mülleimer um! Der hat deine Waffen geklaut! Er hat deine Granaten geklaut! Ah, das stirbt nicht! Oh! Stark, okay, sehr gut. Alter! Was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen, ey, dann kam. Genau, warum können die einen unfair durch den Boden schießen? Wo du nicht durchschießen darfst. Da, die! Warum haben sie diesen selben Winkel? Yeah. Der Hänger. Achso, das ist. Oh, hör mal, Alter! Wow! Alter, also, oh, können wir schon mal schmeißen? Yeah, Bruder. Schreib dir wieder her. Bruder! Oh Scheiße! Da kommt er! Oh Gott, ja, voll ins Gesicht! Voll gefallen! Explosiver Puncher! Minus 60 Grad! Minus 16 Grad, was ist das für eine Zahl, ey? Minus 16! Ja! Kann ich jetzt durch? Scheiße, ich hab noch nicht alle Opas gefunden! Oh nee! Ich hätte gedacht, ich war ziemlich weit freumig gewesen mit der Art und Weise, wie ich vorgegangen wäre, aber anscheinend nicht, ey. Weißt du, schnell durch. Die hatten einfach keinen Bock zu coden, dass man die richtige findet, ey. Einfach alle. Immer alle, ey. Das würde mich so wütend machen, wenn ich das spielen würde, wenn ich das als Kind hätte. Alle. Stell mal vor, manche Leute hatten das, als sie Kinder waren, ey. Die dachten. Und die hatten dann kein Beispiel und dachten, das ist ein gutes Spiel. Ja. Das kann so logisch sein, dass ich das gedacht habe. Ja. Stell dir vor, na klar. Stell dir vor, du spielst das 20 Jahre später oder so. 30 Jahre später, Entschuldigung.
Und dann bist du der Typ, der das aufnimmt, zwei anderen Spastis. Also, was weißt du, wie man sich das anfühlt? Und das zum dritten Mal. Du musst zum dritten Mal dieses scheiß Spiel schon durchspielen. Mann, ey. Das zweite Mal wollte ich aufnehmen. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch ein drittes Mal kommt. Ja, das ist ja die Sache, ne? Aber oh, was ist er? Oh, da ist der. Das ist der heilige Magier. Das sieht aus wie ein besonderer. Ja, der hat eine andere Farbe. Einfach Werf. Und jetzt so, oh, ich bin eine Frau. Die Wüste auf der anderen Seite wird von Raschergen beherrscht. Daniel, Jackson und Skara sind da draußen. Die beiden können dir helfen. Schätzchen, die beiden haben mir bisher nicht so viel helfen können. Okay. Und was soll, wollte der jetzt damit aussagen? Der macht das jetzt trotzdem. Ja. Was wollte der jetzt damit aussagen? Wollte einfach nur cool sein, ey. Ich dachte, das wäre Skara gewesen, oder? Dachte ich auch. Ist es nicht, dass irgendwie die Witch jetzt da verkleidet ist, oder? Ja, anscheinend ist nicht mehr. Oder hat er einfach nur gelogen? Alter, warum? Ich glaube, wir müssen ein Lore-Video zu Stargate auf dem Super Nintendo machen. Das ist wichtig. Damit man das verstehen kann, das würde wieder, uns weiterhelfen. Das macht wieder richtig episch so. Oh, der Hodenritter schon wieder! Mann, ey! Guck dir durch an, ey! Das kann nicht so ein Ernst sein, hier, wie er da wieder rumschmeißt! Stinke Eier, ey! Das ist die Eier! Sieht aus wie ein Alien, ey! Wow, jetzt sieht die wieder gleich aus. Sei vorsichtig, Junior, diese Wüste ist viel gefährlicher als die vorherige. Na, was ist doch nicht so? Weißt du das? Langsam gewöhne ich mich daran. Schön. Freut mich sehr. Irgendwas schießt da noch drin, aber egal. Ja. Einfach mal irgendeinen Scheiß-Mannliner reinhauen. Oh, Alter! Oh, oh, draußen ist auch bei mir was. Bodendiver! Ich bin der Krieg! Moment, wo der Bomber war, ist auch draußen vom Fenster irgendwas explodiert. Oh shit, oh shit. Alter! Das ist ja wie Lakito, nur mit Hodenbomben. Oh, komm, mal Laser schießen, mein Schwein! Das ist das, ja, nein, das Arsenal! Oh nein, nicht die schon hier. Die einzige, die nicht glüht. Die ins Knie geschmissen. Also, ah! Ich will, dass der Bomber wiederkommt. Wieso liege ich eigentlich über. Oh! Wieso liege ich eigentlich über so viele Bomben, ey? Unterstützungs... oh Gott, was ist das denn? Oh, Piss. Hat die Höhle geöffnet, glaube ich. Okay, dann gehen wir da mal rein, ey. Was da wohl drin ist. Das ist hier mal das Gemüse viel gefährlicher. Kleine Hügel. Okay. Oh, sieht ja alles gleich aus. Kleiner Hügel, Riesenhöhle. Ja. Immer groß, immer groß. Okay. Das Spiel wird langsam echt schwerer, ey. Das ist nicht gut. Background. Sieht so aus, als wäre da noch irgendwie 200... Millionen Quadratkilometer zum Erforschen, aber. Oh nein, ich habe wieder Radioaktivität angefunden. Hast du dich hier mit deiner eigenen Granate getroffen? Ja, aber es macht keinen Schaden. Ich dachte irgendwie so, dass es ihn noch trifft, aber da war es schon tot gewesen. Jo, also irgendwie noch einmal Rad gemacht und dann war der tot. Halt mal, hat der eine Sprinten-Stopp-Animation? Hab ich das gerade nicht gesehen? Ah! Eine Hodenritter! Oh, oh, okay. Mal sehen. Haus ist man sicher. Nee, ist. Nee, nee, hat ja nicht die Sahne so aus. Und rutscht nur so ein bisschen. Na, oh shit, oh shit. Nein. Shit, nie, nee. Oh, so. Renn einfach mal zu. Öffne die Höhle. Okay, sehr gut. Gut dich zu sehen, Junge. Wo steckt der denn? Erst hast du ihn noch voll angelabert, jetzt auch gut dich zu sehen. Warum? Der Profi, ey, der mir gesagt hat, das eine führt da an, das eine da an. Ich weiß nicht, was ist. Warum macht der so ein Gesicht? 1A rausgeschnitten aus dem Film, gehen wir von aus. Gra hat ihn mitgenommen, er wird unten gefangen gehalten. Nein, nicht Daniel Jackson. Oh, scheiße, oh Gott, wieder. Oh shit, ey, den müssen wir retten. Oh, du hast die Nichtwahl, okay. Nie eine Wahl gehabt, irgendwie. Dann siehst du ihn, dann sagst du einfach euch. Ich hab gedacht, du wärst. Oh nein. Zuerst bei Alien dann. Oh, Space Dungeon. Space Dungeon schon. Ja. Oh! Gatling Laser, Mann! Die Eierschlag.
Oh, Alter. Oh. Was? Was hast du denn gemacht? Irgendwie so egg. Der Hohenritter schmeißt weiter mit seinem Hohenbomb. Oh. Scheiße, ey. Was willst du, ey? So sinnlos, ey. Ich hab hier. Das ist einfach nur nervig und macht einen sauer, der Hohenritter. Ja. Der macht irgendwie gar nichts. Das kann man so leicht ausweichen. Macht der Leib. Oh Gott. Oh, was ist der hier? Hey, was? Oh, oh shit, ey. Es gibt keinen Ausweg, man muss an ihm vorbei. Dumme Musik, ey. Damit kenne ich jetzt auch jedes Musikstück im Spiel, das ist auch immer sehr befriedigend. Ich weiß, dass ich nichts mehr überraschen kann. Gott, man. Muss jetzt erstmal hier laden. Kann ich noch weiter hier hochklettern? Okay. Computer kaputt machen, so. Weiß ja jeder. Danke, dass Sie mich befreit haben. Jetzt sag bitte, ich dachte, Sie wären schon tot. Danken Sie Skara, er hat mich geschickt. Toller Junge. Was machen Sie hier überhaupt? Ich habe versucht, einen Gleiter zu stehlen und wurde dabei ertappt. Nun kann ich einen Gleiter finden. Oh nein. Klimmen Sie die Klippen und springen Sie rein. Oh nein. Stimmt. Gab es noch eine Mozeppen-Passage oder? Ich glaube ja, ne? Ja, es gab den einen komischen Third-Person-Shooter-Ding. Kletteranimation, ey. Animation, ne? Ja, so richtig so, ich kletter hier jetzt. Oh. Jetzt sehen wir sie wieder, ey. Das also, Momentum. Okay, ich kletter hier. Bin leider weitergerutscht. Wand ist schon zu wenig oder zu viel. Das ist aber die Plattform nicht erhalten, okay, du musst immer wieder was. Nein, ich komm nicht runter. Ich hoffe, so dumm zu laufen. Okay, tschüss. Oh nein. Oh shit, pass auf, okay. Wieso haben die so viele Hodenbomben? Geht voll nicht. Oh nein. Bring sie rein. Ach so, du bist wieder raus. Was? Ich bin dann so reingesprungen. Ich bin in den Gleiter reingesprungen. Ja, da ist es. Jetzt geht's wieder los, ey. Die stehe ich auch nicht. Das muss ich eigentlich nochmal machen hier. Ich muss irgendwie Leute abballern, keine Ahnung. Und Treibstoff nehmen. Oh shit, da Zeichen unten, was ich nicht verstehe. Zwei Flieger, die dich rammen wollen irgendwie. Von hinten. Oh shit. Alter, ich kann Kurven fliegen ganz gut. Oh shit. Yeah, mit L und R. Oh. Nö, kriegst mich nicht. Ich denke echt, das ist 3D. Was toll ist das? Warum? Musst du die besiegen? Ja, 13 ja. Stück anscheinend. 13 Stück! Die Musik dabei, das ist aber nur die Hauptmenü-Musik. Voll faul, der Arschlöcher. Ich treff den nicht! Der ist ein Arsch! Alles steckt in der Animation, ey. Alles steckt in der Animation. Wenn man nur Raketen hätte. Alles fliegt schnell. Oh Gott, da holen wieder Leute von hinten ran. Ey, dein Fuel geht aus, ey. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie man das holt. Irgendwie gar nicht. Schaffst du nicht mehr. Ach du Scheiße. Und du hast noch 9 Liebes. Boah, 9 gefahrene. 9 Mini-Stargates. Oh, die hab ich doch getroffen! Alter. Es zählt aber nicht! Es geht nicht, Matze, es geht einfach nicht. Ich glaube, das ist die Steuerung, oder? Du spielst scheiße, aber ich glaube, es ist die Steuerung, ey. Egal was es ist, es macht mich gerade aggressiv. Oh, kein Fuel mehr gleich, ey, scheiße. Dein Fuel! Warum war ich Fuel und Stiel, wenn es doch deutsch sein soll? Weil das ist eine Grafik und kein Text. Ach so. Kannst du nur lenken oder schießen? Nee, kannst du. Er macht aber nur 3 Schüsse. Oh, er stürzt da ab, ey, kein Fuel. Scheiße, gelandet. Scheiße, nochmal. Wir sind immer noch nicht gelandet. Ach so, man verliert das Leben. Ja, aber man hat den Progress noch behalten, ey. Ja, er muss jetzt nur 4 kaputt machen. Boah, man verliert einfach so ein Leben.
Das ist ganz halt schon mehr Scheiße. Heftig. Alter, ey, das Spiel macht mich fertig, ey. Ich hoffe, wir haben ungefähr die Hälfte jetzt gerade. Haben wir? Ich glaube, keine Ahnung. Ich hoffe. Oh, das ist ein Successful. Oh, oh. Kein Deutsch. Kein Deutsch. Saget. Okay. Flieg durch Saget. Oh, schön, hallo. Oh, okay. Danke. Der sagte, dass du hierher kommen würdest, ja. Hier bin ich wieder. Ja, Alter. Ich habe mich umgehört, einige der Nagadana wechseln die Seiten und zu Ra. Die Verräter werden Ra helfen, uns zu vernichten. Das sagt er so eindeutig schon. Eine Tür führt direkt zu einem Nagada-Keller. Die andere bringt dich auch dorthin. Allerdings musst du vorher durch die Minen. Ja, was das durch die Minen? Irgendwie kann vor. Durch die Minen. Gesicht dazu. Guck durch die Gegend. Letztes Mal war es der rechte, jetzt siehst du die linke. Kellertür. Ja, diesmal einfach andersrum machen. Ja, dann kommt sowas, ich weiß nicht. Boah, Alter, sieht die Textur schlecht aus da rechts. Warum kannst du einfach zurückgehen? Hey, kann man voll aussuchen. Oh, schön aus! Penis! Ah! Oh. Das ist wieder der Keller. Warte, was? Das ist der Keller, ja. Das ist ein Haus! Warum hat das Haus Interior, wenn das von außen so ein scheiß Felsen war? Nee, nee, das stimmt, ist es weit gegangen oder so. Ja, weit gegangen, da ist so eine kaputte Tür mit Licht hinten. Im Hintergrund. Oh, es geht nach draußen! All möglichen Shit, das gefällt mir nicht. Das sind minus 16 Grad. Minus 16 Grad. Minus 16 Grad brauchst du auf den Boss, ey. 16 Grad. Warum eigentlich minus 16 Grad? Warum in der Stadt? Hier? Auf einmal in der Stadt. Auf einmal. Warum kannst du nicht oben bleiben? Warum rutschst du wieder runter? Die zwei Penner oben, Mann, die warten schon auf dich. Oh Gott, ja, lass mich da durch. Ja, und wieder hoch, genau. Ein Käfer. Oh nein, Notfehl-Cheater-Schießer. Raus, ich bin gestorben. Ja, er schießt trotzdem. Unfair. Oh Gott, ins Gesicht. Erschossen! Warum? Da ist noch einer oben! Okay, er schießt mit Schwirbel irgendwie. Das ist passiert! Das sind wahrscheinlich die Verräter oder so. Oh, stimmt, sind ey. Alter, der Typ hat aufgepasst, scheiße, ey. Ey, warum? Ey, er hat das schon fünfmal gesehen, warum weiß ich das besser als ihr? Weil ich aufpasse. Ich hab da auch. Ich hab nie den Gedanke gekreuzt. Das ist echt. Ich sah aus wie Victor Golis aus hier, so in Magic 3. Ich bin der Gedanke gekommen, dass das eine Story haben. Ja, ja. Das Spiel scheitert an allem. Wieso soll das auf einmal Sinn machen? Ich glaube, ich der erste Mensch, der jemals aufpasst, was die Typen da sagen, ey. Lore-Lengucke. Warte, ey, das muss verewigt werden. Was soll gut? Scheiße. Alter, du musst wählen, wen schießt du ab? Okay. Dieser dumme Geier, okay. Mann! Ja! Oh, ja! Ja, die Kraft! Die Kraft! Sein Bauch bin ich nicht! Die Kraft! Hat sich sein Bauch ekelhaft gelegt, ey. Die Kraft! Oh nein! Oh nein! War der Penisbomber gewesen! Penisbomber! Oh, was ist denn hier drin? Nein! Das sieht echt so aus, ey! Punch! Ja, ich meine, die explodieren ja auch, wenn sie sterben, ne? Kann das auch die Klöten sein, die hochgehen?
Hey, we are almost out of gas. Hey, it's on empty. What should we do? Get out of the car! Stimmt. Ich Akari Warriors. Akari Warriors, ja. Und lass mal Bier holen, okay, und dann was. Oh, das ist schon wieder so einer. Oh, was? Du musst entsetzt aus. Ja, 16 Grad bist du. Oh, wir haben gewonnen. Ja. Ich hoffe, ihr habt noch alle Spaß. Jeder, ob ihr kommentiert, zuguckt oder das Video guckt. Ich hab Spaß. Cool. Ich hab sowas wie Spaß. Super Gewehr. Amor. Da geh ich wieder raus. Ich hab ja den Gott Göttermann umgebracht. Ja, wenn mir langweilig wird, kann ich ja anfangen rumzumalen. Denk dran, Bruce Lee ist auch mit dabei, ihr sagt mir nichts. Bruce Lee? Genau. Bruce Lee ist der Einzige, der das Spiel schon dreimal gespielt hat. Ja. Ja. Ich weiß nicht, warum der nicht sagt, ey, der Arsch. Wo ist die Tür zu? Das sind sie ja alleine kommentiert, der guckt einfach nur so zu. So. Ja, so ein, da kennt der das Spiel am besten. Ja. Warum gibt es diesen Gegner? Warum flattert er? Warum schießt du deinen Bock ab und gehst nicht einfach weiter? Hör die mich aufregen! Die regen mich auf! Die werfen mit Bodenbomben, was soll ich denn dagegen machen? Oh, was ab! Guck mal, da ist nicht reingeflogen! Oh, scheiße! Was da geht's? Aber wenn Timo das möchte, er ist auch Teil der Community hier gerade. Ja. Lauf ich einfach dran vorbei. Ich wohl auch, kommt da. Das ist eine Mauer. Oh, mal sehen, ob die Tür offen ist. Oh, wir haben es schon geschafft. Oh, das Papst. Gott sei Dank. Danke, große Riegel, dass du die Spione entlarvt hast. Bring diese Kräuter zu Daniel. Der ist verletzt. Danke. Daniel ist tot? Daniel ist tot? Greift mit seiner Hand durch meine Arsch. Oh, geil, ey. Ich will grad klapschen, ey. Oh, der liegt da! Ah, oh, blutet voll! Er hat einen Parasiten auf seinem ganzen Körper! Ah, die braucht Flecken! Voll Aliens auf einmal! Anubis hat Shauri gefangen! Ich glaube, dass ich sterbe! Ich glaube, die Person wurde gefangen! Also, ich glaube, der stirbt! Ich glaube, der stirbt! Ich glaube, der stirbt auch! Ich glaube, dass ich sterbe! Und ich sterbe. Heute ist sie nicht für unsere Rückkehr zur Erde, würde ich sie hier sterben lassen. Versuchen Sie dies. Warum labert ihr auf einmal so an? Aber was hat er mit den Kräutern gemacht? So in die Wunde reingequetscht. Ich fühle oder mich schon besser. Okay, ich glaube, ich sterbe. Okay, ich fühle mich schon besser. Oh, schnell hier. Ich gucke auf mein Handy. Ja, jetzt sterbe ich nicht. Ich sterbe. Jetzt sterbe ich nicht. Jetzt aufs Handy zu gucken. Oh, shit. Oh, ich verliere. Ich schrift, ey. Ohne Entscheidung. Ank. Oh scheiße, er ist schon wieder komische Dinge halten. Wenn das nicht unmöglich wäre. Oh yeah, oh yeah. Ja, boah. Er stirbt noch nicht durch die Granate in der Situation, er stirbt durch das, wenn ihn in die Eier schlagen. Ja. Oh! Okay. Boden hat den Käfer gehasst, ey. Ammo und Rapid Fire, geil, ey. Na, leider nicht minus 16 Grad, ey. Der Arsch ist für mich, ey. Wir haben hier eine Falle für den Spieler und dann kommt der Käfer und löst sie einfach aus, ey. Oh, Gott. Oh, da ist irgendwas gedrückt. Oh, da kommt ein Insekt auf einmal. Da ist so ein Ding. Geh ich mal da rein? Was hat sich bei der Animation auch gerade? Hat sich nichts geändert. Aber die Heilung und so ein Shit. Oh, diese Granaten. Das sieht einfach gleich aus, ey. Nein. Wie soll man sich da orientieren, ey? Oh, warum findest du so viele One-Ups? Ich glaube, das letzte Mal hat es nicht so viele gehabt. Voll geil, ey. Ich glaube, Matze sammelt alles ein, um das richtig schön alles genießen zu können. Schön wie es da, also. Ich weiß ja, das ist auch auf Eimer, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran. Alter, warum fällst du da so halb durch? Warum? Du bist 90% durch.
Das ist wieder, was ist das jetzt? Extra meinen Abzug. Schuhe? Das ist ein Schuhpaket, wie ich schneller rennen kann? Was oh, das da sind deine Nikes drin, ey. Ey, wie echt? Alter, das kann ich mir doch nicht erklären. Oh, du fällst auch schneller irgendwie. Ich glaub, du fällst schneller. Bei Alex war eben ein witzig das Bild eingefroren, das sah richtig witzig aus. Oh, okay. Geil. Das sah aus wie Lengu, glaube ich, dann. Ja. Oh Gott, ey, so haben wir es geschafft. Gut, ich habe ein neues Spiel. Er hat echt eine Sprint-Auf-Animation, doch? Hat er gerade gemacht, aber nicht immer. Oh ja, yeah, no, nein! Slider! Ey, nur die Schuhe! Ey, wie kommst du die Schuhe manchmal? Irgendwie so eine 3% Chance, dass das passiert. Oh yeah! Okay. Irgendwie, wenn du geil auf Max-Speed drauf bist, irgendwie, wenn. Aber nur dann. Oh, jetzt bist du wieder langsam. Das kann sein, ja. Boah, warum ist da so viel Scheiß heilen? Deine Schuhe sind kaputt. Oh! Oh, sehr gut! Was sie da wartet mit deinem Eierpuncher. Oh Gott, diese Kanten, ey. Kanten ist gebildet. Das ist die ganze Welt. Oh, was? Er muss halt an die Kante ran, sonst zieht er die hoch. Ja, sonst fällt er durch. Ja. Geht er nicht, ey. Oh, gutes Spiel. Ist durch, ey. Oder auch nicht. Scheiße. Oh, wow! Katze! Oh, ich hab auch reingefallen! Fick dich! Ah, Kanten! Noch mehr Kanten für dich! Das Spiel ist so scheiße! Meine, das Spiel ist gut, Entschuldigung. Ja. Das Gewehr ist wieder schlechter irgendwie. Ey, 10%. Oh nein. Ich glaube, das letzte Mal warst du besser. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da bin ich auch schon so durchgefallen. Das kann sein, Mann. Ich glaube, da bin ich auch überall durchgefallen. Kommt mir so vor, als. Es dreht sehr schnell. Ich komme mir auch die ganze Zeit total kacke vor. Aber ich glaube, die letzte Mal waren wir genauso kacke gewesen. Das kann sein. Das Spiel ist einfach scheiße. Wir können nichts dagegen tun. Okay. Warte. Hä? Oh, sind wieder hier. Okay. Aber wann? Wann sind wir hierher gekommen? Ja, du hast irgendwie den Loop-de-Loop gemacht, ey. Looping Loop. Kannst du entweder drüber oder drunter und dann bist du drunter und dann wieder drüber zurück. Okay. Da war auch eine Tür ganz rechts. Genau die hier. Ja, geh einfach durch die Scheiße. Oh, du bist eine Tür. Oder Knopf? Mein Knopf. Ja, hier ein Schalter abgeschossen. Oh geil, hier gibt's ja Munition. So einen wichtigen Schalter, ey. Stell dir vor, du würdest sie niemals sehen. Oder du würdest niemals sehen, dass es ein Knopf ist. Welche Türen gehen dann wahrscheinlich nicht auf oder so eine Kacke? Oh! Hast du den Dive-Bomber gesehen? Er hat so viel dieser Gegner. Er kann Blaze aus seinem Mund schießen, er kann kacken und er macht so coole Dive-Tricks. Und er hält zu viel aus. Und er hält zu viel aus. Oh, stärkste Gegner im Spiel. Und er hat die Hodenbomben auch, Alter. Jetzt ist endlich mal weiter. Oh. Du hattest, glaube ich, einmal Hodenbomben gefunden. Ja, einmal 3 Stück. Die müssen noch irgendwo ein Lager haben. Einmal kriegst du 3 Stück, ey. Und die haben irgendwie 100 Milliarden. Kannst du nicht einen abschießen und dann fallen alle aus dem raus und dann hast du auch 100 Milliarden? Oh, ja, nach. Geht ja nicht. Wir explodieren ja einfach mit all seinen Hodenbomben. Ja. Ich sag sonst ein Lager. Bomben explodieren auf einmal, ey. Dann müsste der eigentlich so eine Atomexplosion. Was hat das jetzt überhaupt gebracht? Gar Munition. Nicht. Oh, geil, okay, jetzt weiter jetzt auf einmal. Okay. Jetzt, weil ich alle Schalter gedrückt habe. Ja, weil 2 da sind, so. Oh nein. Oh, er ist schon wieder da. Oh nein. Nicht so mit 3 Ebenen. Boss. Derselbe Boss. Auf Scheiße. Ja, geil! So, aber ist wieder coole Schießfunktionen, Mann. Oh, wow! So ein Motorrad, Mann, das Auto. Die Musik ist wieder an. Was macht die da oben? Ah, ja, ich sehe die. Ich
Oh, er fällt hin! Oh, scheiße! Damit hab ich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, wie seine Donuts oder was das waren. Mann, der weicht einem so cool aus. Stell dir mal vor, du machst das auf schwer, ey. Und er macht noch mega viel Schaden auf dich. Und du musst die ganze Zeit nur voll geduldig ausweichen und so. Bis er an der perfekten Stelle ist. Zum, ja, genau. Du ihn verletzen kannst, aber er dich nicht. Den wirft er endlich von diesen Dingern. Was zur Hölle? Er hat einfach 1000 Stück davon. Wo habt ihr die her? Zieht ihr die aus seinem Arsch? Der hat gar keine Taschen oder sowas. Das kann sein. Da wartet schon der NPC. Ja, eben. Weißt du, der ist unter Nein, das ist doch nur dem Fall, wo ich die Granate werfe, den teleportiert sich weg. Her. Da kommen die ganzen Explosionsgeräusche her. Warum bebt der Boden, denkt die sich bestimmt, ey. Hast du hast fast gar nicht geraten. Erklärst du eigentlich hoch und sagst so, ja, wir waren Nubis. Das ist unfair, immer dem, wo ich werfe. Das ist voll. Oh! Du musst den in die Eier punchen, Matze. Du hast gerade voll den Wackel gemacht. Oh, scheiße, ey, Hotze. Oh, fuck. Oh, shit, ey. Gleich, ey. Jetzt in die Eier punchen. Oh! Ich wollte nicht, ey. Ich hab's versucht. Ins Gesicht schießen, oder? Ich hatte keine Eierpanschungsgranaten mehr, tut mir leid. Stimmt, ey, deine Granaten sind ausgegangen, ja. Okay. Diese Tür führt zu Ras Waffenkammer, dort findest du Laserstäbe in Behältern. Ich werde Daniel finden, damit ihn das Osttor finden. Du besorgst die Waffen für die Rebellen. Okay, wie viele Laser benötigen wir? 8 sollten genug sein. 8 sollst du bekommen. Ich sorge nur dafür, dass Daniel das Tor öffnet. Ich hab ne Idee. Alex liest O'Neill, ich lese die NPCs und Matze liest Daniel Jackson. Haben sie hier gelandet, okay. Oh, schießt alles wieder da! O'Neill. Der endlose Kampf ging über der Kante, okay, gut. Oh shit! Damit hat er nicht gerechnet. Warum kommt da eigentlich Dreieckswasser links raus? Oh scheiße, die Stäbe des Todes da irgendwie. Ja, so mitnehmen. Also es waren jetzt 3 Stück, aber ich soll wahrscheinlich 8 von diesen Behältern finden, gehe ich mal von aus. Achso, ja, stimmt. Gut, Heilung. Oh Gott, Penisbombe! Ja, geil! Oh, 6 ganze, happy. Ey, das ist voll unlogisch. Die Animation, das slidet dabei einfach. Oh, yeah! Komm schnell, warte! Ja. Wow! Cool! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Das ist definitiv, was AVGN machen würde, glaube ich. He's pulling at tits! He's pulling at tits! Man kannst du wählen, wie du Kletter sein. Weiß ich nicht. Was bringt das überhaupt? Gar nichts. Penisbombe. Ja, ich bin da ran. Hau ab. Oh, jetzt kann er dir nichts mehr tun, weil die einfach durch ihn durchfallen. Geil, ey. Da ran. Nein, ey. Cool, ne? Dann wie gerade vorbei. Es gibt keinen Weg, ich schwör's auf der Welt, ey. Ich schwör's ein Jump'n'Run, du kommst nicht mehr auf die Leiter irgendwie. Hey, das ist eine neue Penisbombe. Boah, das ist komische Dreieckswasser, versteht? Okay. Dreieckswasser. Das ist Dreieckswasser, das manchmal da. Geil, ey, jetzt kriegst du nur noch Penisbomben. Ja, ey, ich schon, stimmt. Ey. Oh, noch immer 3 jetzt, Stück, ey, nicht nur jetzt 2. Jetzt hast du das Penisbombenlager gefunden, wo die immer ihre Penisbomben herkriegen. Ja. Oh Mann. Also, musst du warten, bis du beim nächsten Boss bist und alle schmeißen. Ja, sind noch mehr Penisbomben, ey. Boah, 2 Mal, Fände. Warte mal,
Kann nix. Vergiss mit. Wollte gucken, ob ich da irgendwie an die Stäbe rankomme, weil irgendwann muss ich da ja rankommen. Na, da oben. Kannst du da einfach hoch. Achso, da runter, okay. Ja. Ey, vergiss nicht nach rechts zu gehen, da sind noch mehr Penisbomben. Oh, so ein Computerchip. Okay. Er darf nicht mehr blinken, nicht mehr funkeln, erst dann ist er irgendwie kaputt. Oder so. Bomben gefunden. Alle noch mehr. Creepy shit, ey. Ich glaube ja, ne? Ja, es ist nur ein Pfannkuchen, der rumfliegt. Pfannkuchen? Scheiße, Hello. Das ist echt so dir. Alter, scheiß Müller immer direkt hier auf. Boah, also, oh, ich bin fast hingefallen beim Pfann. Ich glaube, ich habe alle. Ich glaube, es waren 8. Kriegst du aber jetzt mal minus 16 oder? Ich hab vergessen, minus 16. Minus 16 Grad krieg ich auch, ey. So, minus 16 Grad, ey. Wir sind noch hier raus, ey. Wir haben es geschafft, glaube ich, Leute. Ja. Oh, Alter, oh! Ich darf nicht gehen! Ah! Brauchst du mehr? Irgendwie. Scheiße, also da kann nicht mehr viel fehlen. Ich finde noch eine oder so. Hast du den einen geholt von vorher, wo du nicht runterkamst irgendwie? Ich weiß gar nicht, ob du da hingekommen bist, dann irgendwie von links. Ja, der eine, den, der dich da untergesehen hat, den habe ich mir gerade geholt noch, ja. So, okay. Es ist schwer hier gerade mitzukommen bei dem, was ich hier tue. Oh, Alter, noch mehr Penisbomben. Oh, 24! Alter, ey. Kommst nicht hoch. Die Steuerung ist so kacke. Was soll das, ey? Da Item spawnt schon nach, weil du so lange hier bist. Wo kommt der? Da, bei deinem Gleiter greift die Nagadana in der Wüste an. Drehen sie mit den Waffen zu den Nagadanern. Ich werde ihren Funkverkehr unterbrechen. Na gut, aber machen sie keine Fehler. Ach so. Okay. Oh, das ist so eine Penisbombe. Also jetzt bin ich wieder am Penisbombe. Yeah. Boah, Alter, die Totenbomben oder Penisgranaten. Oder andersrum, Hodengranat oder Penisbomben, ey. Es kommt drauf an, wie man es sieht, ey. Oh, da kommen sie schon. Oh Gott. Ah! Also, was macht der? Was macht die da? Hat der Angst? Oh je, yeah, oh je. Yeah, oh yeah. Er will irgendwie schießen mit seinem. Oh, er schießt mit seinem Speer! Hilf dich! Flugabwehr! Irgendwie. Kann man gleich einen Fernhaus-Speer benutzen, ey. Ach, du gibst ihm die Speere, ach so. Alter, das ist so hoch, okay, jetzt nicht mehr. Alter, das ist so hoch, okay. Scheiße, musst du wieder runter lang, ey. Hör, der ist weg! Will nicht mehr helfen. Hallo, wollen wir? Ich dachte, sobald O'Neill weg ist, hau ich auch ab. Und der auch. Oh, scheiße. Müssen wir da rein? Ja, so. Ich geh rein. Ja, Höhlen sind immer gut. In Höhlen finden wir die besten Sachen. Ja, hallo, ich bin da. Oh. Hab vergessen, stimmt! Wir hören uns die Versuche, um unser Volk hochrat zu beschützen. Scheiße! Hab vergessen, dass sie Instant Group hier kriegen. Wow! Ich hab alles verloren. Mein ganzen Penisgranaten. Nur weil ich da so dumm runtergefallen bin, ey! Ganz Penis! Scheiße! Scheiße, ey, jetzt schaffst du das Spiel nicht mehr. Oh, scheiße! Denkt sich O'Neill auch, wenn er da balanciert. Ja! Komm her, Arschloch! Hey, hat er gemacht. Ja, macht er auch dabei. Ich höre Effekt. Oh Gott, nicht weiter! Warum gibt's jetzt auf einmal keinen Boden mehr? Oh nee, du hast nur noch 9 Versuche, um unser Volk vom Ra zu retten! Wieso gibt's auf einmal keinen Boden mehr? Du fällst gleich in den nächsten Boden. Oh, was ist in den Boden rein? Das war Rüdiger irgendwie.
Genau. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. So, Rüdiger, United Wars. Ja. Oh, Hitpunkte, Hitpunkte. Alter, dieser scheiß Hirschkäfer. Diese scheiß unlogisch doppelte Ebene. Oh, willst du oben lang? Oh, okay, das macht so kein, das macht so keinen Sinn. Oh, du bist mitten im Sand. Wie unlogisch das aussieht, wenn du, wenn alles Sand ist auf dem Bild. Was, boah, was machen wir eigentlich hier links jetzt? Ich will die coole Munition haben. Etwas bessere Munition als meine sonst. Ich will die Sanddüne hochspringen. Oh, ich find's so schade, dass ich meine ganzen Granaten verloren habe. Nur weil ich in so eine Grube gefallen bin. Vorher gab's... Oh! Vorher gab's auch keine Gruben, ey. Ja. Ich weiß nicht, oh, du bist tot. Oh, du Kacke. Mhm. Oh, Alter, wenigstens ein paar Granaten jetzt. Ja. Oh Gott. Meine ganzen. Ja! Granaten. Splatfire, so yeah. Kannst du die Turbine aufnehmen, ja? Yeah, ich schieße alles ab. Oh, alles trifft und das macht keinen Schaden. Ich hab mal eine Frage. Woher hat O'Neill eigentlich die ganze Munition für sein Gewehr? Den findet er ja coolerweise und verschwindet dann irgendwann wieder. Die warpt sich zu ihm irgendwie. Ja. Okay. Er findet aber coole Magazine, die dann irgendwann alle sind und dann geht das irgendwann. Irgendwann alle. Ja. Weil eigentlich ist das ein anderer Planet, wo es die Waffen gar nicht gibt. Ja. Ja, aber warum liegen überall Granaten? Das ist eigentlich auch genau so eine Frage, ja. Ich habe Angst, weit runter zu gehen. Die können ja nur Penisbomben nehmen. Gott. Ich würde da nicht runterspringen. Jetzt freut ihr das Spiel auch nicht mehr, ey. Vorher hätte ich gesagt, ey, jump da runter. Okay. Alter, muss wohl die untere Ebene gehen, darfst du nicht, okay? Voll in die Brust geschossen. Ich bin unfair! Wow, voll. Ich bin doch runter. Mann! Runter! Oh, ja, jetzt hast du automatisch genommen, ja, okay, ich geh mal. Oh, ich bin mal da! Oh, ich geh mal den unteren. Über Layer, über Layer! Ich geh mal den unteren. Was? Kannst du die Layer richtig einsetzen, Matze? Ja, manchmal. Oh nein. Mit diesen Waffen werden wir Rabe besiegen! Eine solche Aschenschutzschutz zu den Sandinen, um das Rasverlass zu verdrungen! Sie brauchen nicht dort! Okay, Junge, wie gelange ich zu meinen Männern? Du kannst diesen Becher nehmen, den wir gefunden haben. Verlinke daran, dass du auf dem Weg reinschaust. Du schaffst es sonst nicht. Danke, Arschloch. Bin schon weg. Schon wieder gleich. Oh, er wartet schon da. Yeah, steig ein. Okay. Da waren auch die ganzen Supplies, die Matze jetzt verpasst hat dadurch. Ja, stimmt. Oh nein. Jetzt bist du so unlogisch. Was? Ey, irgendwie. Was ist das Ziel? Irgendwie Pilot Wings gerade. Ach du Was? Das ist echt so. Man muss fliegen. Irgendwie muss man nur überleben. Oh Gott, ja, Fuel ist so schnell her! Du musst die Kreise einsammeln, die Kugeln, ne? Oh Gott! Alter, voll schwer! Aber man muss niemanden abschießen. Ich glaube, man muss echt lang genug überleben oder so in eine Richtung. Oh! Alter, Pro Gaming, ey! Das ist das Schwerste aus der ganzen Welt. Ja, guck mal, wie schnell die. Wow! Getroffen, aber verpasst! Leben verloren! Was? Hallo! Ich bin der Lebenverlierer, hallo! Ich dachte, es. Ich dachte auch, wie das Timo. Die Oh! Wie war denn eine Rakete, unlogisch? Ich dachte, ich hätte auch viele Sachen erwischt. Matze hat eins seiner Haars benutzt. Ha? Wie willst du denn Fuel einsammeln? Wo ist das Fuel? Komischen blauen Ringe sind alle Fuel. Die bringen irgendwie gar nichts. Alter, aber mich hin und her zu lenken, ich hoffe, du bist wo ich lang soll. Ich will den Tank einsammeln, du lenkst mich in eine andere Richtung, du Arsch. Das ist wie soll man das einschätzen? Kann man voll nicht! Ja, jetzt legt er mich wieder nach links! Okay, oh nein! Weiß, was du darfst du nicht haben! Jetzt kriegst du nichts mehr, Arschloch! Oh nein, oh! Okay, gut. Oh, voll am Boden! Scheiße! Was ist noch was? Oh, okay.
Verlierst du Fuel, wenn du getroffen wirst? Oh! Was ist denn Kreis? Ich bin da im Kreis! Ich bin im Kreis, wenn man es geschafft hat. Das ist ein Scheißspiel. Gott! Oh! Was? Warum sind die nicht gestorben? Kowalski! Nee, diese Kräuter! Danke, ich fühle mich schon viel besser. Sie müssen in die Pyramiden gelangen und die Computer außer Gefecht setzen. Der Stammesälteste kann ihnen das Tor öffnen. Daniel sollte das doch erledigen, dieser Anfänger. Mann. Oh, geil. Oh, Amerika! In diesem hatten sie sogar Schusssounds, als sie geschossen haben. Das hatten sie eben nicht. Okay. Sie sind auf jeden Fall bereit zum Kämpfen, glaube ich. Sie wissen, wohin es geht. Alle wollen kämpfen. Oh, kann sich auch ducken? Ich wusste nicht, dass die Ra-Leute sich auch ducken. Oh Gott, Käferinvasion. Ich muss die Layers nutzen. Layers. Aber ist es nicht dieselbe Wüste von eben? Ja. Ah! Mit denselben Penis. Oh, was ist das denn? Wow! Penisbombland! Es kombiniert. Es kombiniert alt und neu. Ich glaube, die Stacheln sind insta-kill. Oh Gott, ich hab Angst vor den Stacheln. Ey, versuch mal, die Stacheln zu kriegen. Oh, aber jetzt hat er Penisbomben, er darf das nicht mehr. Ja, sei Penisbomben, ey, ich kann das nicht riskieren. Der Computer. Tot. Penisbomben sind so wichtig hier. Meine Penisbomben sind echt wichtig. Die Spannung. Die Penisbomben verlieren. Das ist so unfair. Kommt der Spaß, der schon mit seinem Bombenteppich da raus. Ey. Richtige Einstellung, Matze. Deine Pumpe ist, ey. Deine Pulverisierung. Das hat keinen Sinn, ey. Schnell benutzt, bevor die wieder weg sind. Keinen Sinn. Ja, wenn man keine Leute suchen muss, dann ist es ja okay, ey. Ja. Oh, Penisbomben, ey. Boah, überall Granaten verteilt. Weil diese super Schockwellenbomben. Ja. Coole Effekte Bomben. Die können wir gar nicht wechseln? Die macht der Wiener. Nee. Ich glaube, wir konnten nicht wechseln. Was? Was ist denn das für ein Menü? Das sehen wir auch zum allerersten Mal. Finde Stammel des Ältesten. Okay. Das ist das Select-Menü. Oh Gott. Das ist das Menü, das keiner braucht. Drei Let's Plays schon nicht. Zwei. Zweieinhalb. Okay. Gott. Oh Gott. Jetzt habe ich Angst zu diesem Ort. Wo sind wir ungefähr? Alex. Ich glaube, wir sind ein bisschen hinter der Hälfte gerade. So. Ja. So drei Fünftel. Warum willst du es überhaupt wissen? Denkst du, es wird dir helfen zu wissen, wie lange wir noch brauchen? Nachher hast du falsche Einschätzung, bist du nur traurig, wenn wir noch 100 Jahre hier haben. Ja, hab ich schon Hoffnung. Liegt keine Hoffnung in dem Spiel. Wenn das so anfängt, dann können wir schon aufgeben, ey. Ich weiß, dass der letzte Ort viel zu lange dauert. Ich weiß, wenn man überhaupt die Uhr guckt, ne, dann geht's. Ich weiß, wie der letzte Ort aussieht ungefähr, ja. Das auch noch, ja, aber der war irgendwie auch viel zu schwer, glaube ich. War ich nicht mehr. Alter, diese super. Was für eine coole Maske. Warum haben die alle so viel Leben immer? Super, Alter. Jeder scheiß Käfer. Jeder scheiß Käfer so, oh ja, schieß jetzt erstmal 7 Minuten auf mich. 7 Minuten. Pass auf, dass du nicht irgendwo runterfällst, hast du. Ja. Du darfst nicht die Penisbomben verlieren. Oh. Hör auf zu dumm zu zucken jedes Mal! Oh, oh geil, 16 Grad, ey! Minus 16 Grad, okay. Oh, minus 16 Grad, ein Vorteil. Ja, Celsius. Oh, oh Gott. Oh, wer ist die jetzt? Oh. War, ist das ein. Ist das eine Frau oder ein Mann? Das ist ein Mann, glaub ich. Oh nee! Das ist der eine Familie! Nena! Nichts, das war alles okay. Ja, da ist selber kein Bock mehr drauf. Eingang zur Pyramide klingt gut, ich glaube, das ist der letzte Ort. Oh, kann sein. Aber das ist auch scheiße. Ich hab falsche Hoffnung gelegt.
Oh shit! Die Pyramiden sind der Kern von Ra's Reich. Computer zu zerstören wird nicht leicht sein. Oh, sie sehen alle gleich aus. Das Spiel ist self-aware. Oh nein! Das ist kurz so gesagt, mach alles kaputt, ey. Mach einfach alles kaputt. Das ist alles, was ich Spiel sagen. Das ist noch nicht das letzte coole Teil. Gut, wieder richtig durchgeschossen. Ich bin mal einer Granate, das ist gut, ey. Penisbomb, ey. Way to go. Oh Gott. Oh Gott. Hallo, ich war doch nicht. Kriegst du einen dann noch? Ja, toll. Sie können sich ducken, wenn ein sowas nicht hilft. Oh Scheiße, ey. Das ist doch nur logisch Walljump, oder? Hey, Timo, ich glaube, wir sind mit dem Spiel fast durch. Keine Sorge, sie sehen alle gleich aus. Das sieht auch gleich aus. Alles sieht gleich aus. Ich hab so Angst. Ja, und den Stachelgruben. Oh, hey, du Arsch, schau ab, ey. Alles ist gleich, nur die Stachelgruben nicht, ey. Punch in die Eier so. Boah, du Mega-Puncher jetzt. Computer abknallt? Nee. Ding, okay. Hätte sein können. Was ist das denn? Oh. Alter! Das war der Blind Drop. Hey, Nimo, ich kenne das Spiel wie mein Westentausch. Ich wusste, dass ich da so runterspringen kann. Ja. Ja, okay, ich wusste nicht, dass du ein Speedrunner bist, ey. Ja, ey, wenn ich so weitermache, bald ja, der Erste. Ey, ich glaube, du bist nicht der Erste. Ich glaube, es kann. Alter. Eine Person hat auch mal gemacht. Oh, ich glaube, das war ein anderes. Funkübertragung! Daniel, wo um Himmels Willen warst du? Ich habe versucht, nach einer Konni da ranzukommen. Wo bist du? Ich habe sie zerstört. Ich bin in den äußeren Kämmern. Na toll, bin genau auf der anderen Seite der Tür. Hallo. Okay. Okay, deswegen? Auf der anderen Seite von dieser Tür. Ja, da ist er. Ra will einen Gleiterangriff starten. Muss die Pyramide nach einem Durchgang absuchen. Der mich nach außen mit. Nur so kann ich den Gleiter aufhalten. Wenn ich die Rampen genau in der Gleiter ausschalte, wenn Ra keine Angriffe mehr starten kann. Was? Wir glauben, dass es 6 Ventile gibt. Dann sollte ich es wohl lieber anpacken. Okay. Okay. Ich nehme Rebellen mit mir auf den Weg. Wir treffen uns am Raumschiff. Oh nein. Das ist echt so. Hinter der Hälfte vom Spiel. Und sagen so 4. Machen keine Hoffnung. Mein Pfannkuchen. Mann, wieso kann ich denn nicht besiegen? Seit wann gibt's diese Kackdrohnen da, die einfach irgendwie sich vor dich aufbauen und schießen? Du schießt dich direkt vor dir. Ich kann nichts machen. Wohl unfair. Stell mal vor, dass auf Fahrt und die ziehen dir mal die Hälfte deines Lebens ab, ey. Oh, ich geh mal hier durch. Ich glaube, auf Fahrt werden die einen richtig aggressiv machen. Ja, auch das Gefühl. Oh, cool, Schuhe. Nee, was ist das denn? Das ist ein anderes Zeichen. Ja, das kann ich tun. Das sah aus wie Springen irgendwie, glaube ich. Ich hab 5 Sandfelder. Das war so ein Bogen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass du jetzt super hoch springen kannst. Okay. Keine Ahnung. Kann ich super hoch springen? Mal sehen. Nee, immer noch genauso. Okay. So. Auch seine Bombe und ein Penis bei Timo gelandet. Ach so, ja, okay, jetzt verstehe ich. Oh, Alex, du hast schon lange nicht mehr hingeguckt, ey. Nee, hab ich auch nicht. Hab 42 Penisbomben, 45. Boah, ja. Alter, ey. Zwei meinen Stacheln sind alle weg. Wow. Das ist ziemlich schlecht. Oh, der hoffentlich letzte, wahrscheinlich nicht letzte Computer. Der die Ventile kaputt machen. Ich glaub, das sind die Computer, oder? Guck mal nach. 0 von 6. Oh, nö. Die Ventile, die man nie findet. Ey, shit, okay. Ey, jetzt haben wir Hilfe, die wir vorher nie hatten, aber irgendwie hilft es mir trotzdem. Der eine Bildschirm, den man niemals gewusst hat. Die
die Random Mechanics, ey. Die gar nichts, ey. Scheiße, müssen wir wohl weitermachen. Ja, schieß die Wand an, genau. Oder wartet schon, pass auf. Oh, what the fuck, Mann! Die Gatling Adler, ey. Du bist irgendwie da so sitzt und seinen Kopf abgesprungen. War das ein Ventil? Das war auch nicht, ne? Oder? Nee. Toll. Toll, Wie hat sich umgedreht? War das ein Ventil? War das ein Ventil? Overkill. Was sind die Kacke jetzt? Ja, du kannst da... Da rechts war ein Durchgang und hinter dem Durchgang ist noch ein Durchgang. Ja, du... machst sinnlose Kacke. Alter, das hast du wieder. Dio, hör auf mich zu stressen! Hier ist nichts, siehst du hier irgendwas? Nee, du gehst durch die Tür jetzt! Ja, und dann? Durch die Tür jetzt! Und dann ist da links noch eine Tür. Echt? Okay. Heftig. Weiß ich gar nicht. Mal gucken, war das hier? Komm doch nicht rein! Nee, komm, sehen wir wieder Penisbomben, die mit dir bombardieren. Nee, so ein Hodenscheiß, oder? Was hier durch, oder? Ja. Warte mal, sind diese schwarzen Dinger die Ventile? Sind sie hier vorne? Nein. Komm nicht mal irgendwie, ne. Ventile, die es nicht gibt, irgendwie. Timo, du führst uns in die Irre. Scheiße, ey. Ich hab dich natürlich nur le epic trollt. Achso, ja, es war richtig epic und lö. Trollolololololo. Hahaha. Oh, ich geh mal rein. Oh, ich bin wieder. Haha, die hat uns Ehre. Da müssen wir wohl zurückgehen. Keiner hat mehr Bock. Wir wollen einfach nur, so. Ich glaube, wir sind zwei Drittel durchs Spiel durch. Ja, das hört sich für mich realistisch an, ja. Ich glaube, wir sind zur Hälfte durch. Ich glaube, wir haben ein Drittel geschafft. Ich glaube, wir sind gerade erst am Anfang. Also, schau dir Lenguk an. Ja, Lenguk hat richtig Bock. Schau dir die Ventile an, die es nicht gibt. Wo kamen wir eigentlich her? Wo kamen wir zu den Sternen? Wo musst du überhaupt... Hä? Ja. Oh nein, diese Tür ist da! Oben. Oh. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Ey, wie will der da hier hochklettern? Also geh woanders lang. Och du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist ein Ventil. Oh. Keine Ventile, das ist auch nicht wahrscheinlich. Okay. Oh, da kann man durch. Trotzdem weggepenisbombt. Aber ich glaube, da kann man durch, oder? Ja. Ich wollte eigentlich nochmal gucken, ob wir noch irgendwas finden können, aber ich glaube eben. Oh, ich geh mal rein. Oh, ich bin jetzt hier. Oh, doch nicht. Schon. Oh, loading, ey. Ach du Scheiße. Oh shit, das sieht nach einem Land aus, wo es Ventile gibt, ey. Die nicht, ja. Ventile. Teleportiert sich einen Meter weiter. Die schlauen Krieger der Ra. Versuch jetzt noch zu erkennen, woran du dich festhalten kannst, ey. Wo will er nicht? Warum will er nicht? Hä? Wieso geht das nicht? Er will nicht! Aber hier. Oh, da, aber geht's. Warum denn nicht da? Warum nicht links? Die leuchtende Leiter, genau. Oh, du Scheiße. Okay, gut. Warte, ja, ich glaube, es gibt noch ein anderes Stargate-Spiel. Hier war nichts. Ich kenne nur das Spiel hier. Okay, ja, ich habe irgendwie ein anderes Stargate-Spiel bei Aufruhr. Games dann quick gesehen oder so. Ist nice, oder? Das war auf jeden Fall nicht das hier, aber. Wow, du musst außen rum! Was ist das für eine Kacke? Ist zu glatt, kann man nicht festhalten. Jetzt mal wieder den geilen Bildschirm angucken. Na ja, genau, schießt du den Flugzeug-Counter da an. Ankunft. Okay, hier war anscheinend nichts, Leute. Irgendwie falscher Alarm. Eine Pfannkuchen da. Eine Pfannkuchen und ein paar Bomben. 52! Oh, Alter, 52 hohen Bomben haben wir, ey. Boah, Alter. Das ist mächtig. Echt viel. Heftig, ey. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wo. Wo wir lang sind.
Natürlich so ein Ding. Und so ein typisches Auge irgendwie, so ein typisches Ägyptenauge ist das. Ich glaube, das sind Sammlerobjekte. Ja, echte Ägypter. Echte Ägypter. Mann, der nervt mich, fehlt, dass er tot ist. Das ist zu stark, Katze. Du verlierst gleich all dein Leben. Ach du Scheiße, oh Gott. Er ist tot, ey. Ah, los. Den hab ich's gezeigt, ey. Oh Gott. Warte mal, wer liegt denn da? Das ist ein Computer, der kaputt ist. Ja. So. Ich dachte, das wäre schon wieder so eine komische Araber-Tussi. Was ist denn Kacke, ey? Schwester schreit auch schon noch. Oh, Baku! Da kann man da nicht hoch, warum? Sehen alle Leiter gleich aus. Manche kann man nicht fahren. So, okay. Wir wollten darüber sprechen. Oh, Leute! Alter. 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 Oh, dein Mann! Alter, der macht mich fertig, ey. Du wirst nur ein Leben verlieren müssen. Oh, shit. Kann man da auch fahren? Oder? Wahrscheinlich. Ich kann hier nicht so hoch. Wo soll ich denn dann noch lang? Na, schmeiß Granaten aussuchen. Gibt's denn noch einen Weg? Kann das sein, dass du da irgendwie auf diese eine Platte da klettern kannst, wo der gerade der Typ ist? Ja, ne? Ja, nee, geht nicht. Geht anscheinend nicht. Seite, nee. Da war auch nichts drüber, habe ich gesehen. Coole Scheiße. Jetzt müssen wir echt über das Spiel nachdenken, ey. Ja, ich glaube, wir hatten genau dieselben Probleme. Ja, es läuft nicht besser oder schlechter gerade. Es ist dieselbe Scheiße wie letzte Mal auch. Die Ventile. Ihr seid nie schlauer geworden. Ja. Ich hab ja Heilung gesehen, aber es ist keine Heilung, gut. Das ist nur. Das wäre halt deine Bomben verlieren, wenn du stirbst. So, was soll ich machen, ey? Nein. Nein, das ist Heilung. Joi, die respawnende Heilung hat uns gerettet. Und du respawnest minus 16% Garten. Das stirbt aber nicht! Alter, die Drohnen-Dinger machen aber mega viel Damage, ey. Da musst du, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ja, wo müssen wir hin, ey? Was war hier drin? Ich war ja schon gerade noch. Da war die Sackgasse, weil ich da dachte, dass stimmt. Die Sackgasse! Stimmt. Ich glaube, wir finden da aber echt nichts. Die gute Granate. Die Granate finden wir wieder. Ein anderer Typ. Alter, sind hier viele Granaten, geil. Alter. Keine Ahnung. Ich schau gleich. Heilung! Oh! Oh, tschüss! Tschüss! Oh, geil, ey. Oh, Mann, der böse Geier, Mann! Der fliegt durch die Wände! Oh, der Cheater. Aber ich hab Heilung gefunden, das ist gut. Hey, let's play Stargate. Guck dir mein Walkthrough an. Oh, das ist Stachelland. Was ist das für ein Stachelland? Das ist da, wo wir gerade sind, ich weiß gar nicht. Aber nehmen wir mal hier hoch. Nee. Na toll. Oh, da war der Typ auf der anderen Seite. Ey, viel Spaß dabei, irgendwie zu erkennen, wo wir da überhaupt irgendwo sind, ey. Ja. Oh, da ist ein Sackgassenland. Na, also juckt gerade wie verrückt, ey. Ey, Matze. Matze. Aber dann komme ich hier wieder hoch, okay? Habt ihr eigentlich auch die Softcake-Sommersorten? Ja. Mit Zitronen und weißer Schokolade? Nee, die glaube ich momentan nicht, nein. Ich komme hier nicht mehr raus, scheiße. Bei Aldi Süd gibt's die. Mm. Die sind so mega geil. Mm. Also, du bist schon durchs Stachelland durch? Da rechts? Warte, du hast eine Leiter benutzt, die an der du vorher nicht benutzen konntest. Ja, mache ich jetzt auch gerade. Auf einmal geht. Ich, das ist genau die, genau. Auf einmal geht. Auf einmal geht. Wow, das ist voll viel gebracht, dass du den Playthrough geschaut hast. Genau in dem Moment hat man zu dem Weg gefunden. Ey, wieso, es ist alles wie immer, ey. Absolut, ey. Oh, endlich geht's weiter. Geil, endlich neues Land, hoffentlich. Oh Gott, hier schon wieder. Ja genau, Schmeißgranate. Ja, Granaten schmeißen, bevor ich tue. Warum? Ne? Achso, das ist eine Leiter, okay. Ja, kann er aufhören, schon zu schmeißen, bevor ich fertig bin? Im Real Life wäre jetzt die Leiter kaputt und du könntest sie nicht mehr benutzen. Diese scheiß Hoden, Typen. Diese scheiß Hoden. So. Oh Gott.
letzte Offensive gekackt. Du hast ihnen richtig die Hoden ja, gezeigt, ey. Ja! Ich glaube, wir sind kurz vorm letzten Dungeon, da ist Freiheit. Doch nicht, schade. Das ist nicht so. Doch nicht. Freiheit im Spiel. Sind wir schon da? Ich glaube, wir sind schon da. Wie lange dauerte das Reden jetzt mehr? Mal gucken. Auf einmal anderes Cyberland. Oh, ich glaube, wir sind doch nicht am Ende. Das ist die Mischung aus allen Cyberländern. Oh Gott, im Let's Play haben wir noch 30 Minuten gebraucht. Ihr seid doch längst nicht befreit. Ich auch nicht. Ich weiß ganz genau, dass doch dieser behinderte Endboss kommt, den man nicht töten kann. Ja. Den habe ich immer irgendwie gecheased, weiß nur nicht mehr wie. Aber das werde ich auch diesmal wieder rausziehen. Mit seinen Granatenkliffer oder so. Er ist in die Eier geboxt. Also man sollte mal sich auf das konzentrieren, was vor allem ist, nämlich ihn Typen in die Eier boxen. Das sieht auch aus wie ein... Nee, irgendwie nicht. Wo sind jetzt die scheiß Ventile? Welche Ventile? Einfach rein hier, ich geh mal rein. Das war so ein, das ist hier so ein Aufstockraum gewesen. Alles bin ich wieder. Nein. Die andere Richtung. Kommt runter. Jeder Gocke fliegt hier durch. Gocke. Ach Gott. Boah, das eine war, wo man dich ducken muss. Heftig. Das erste Mal. Genau, wir wollten, dass man sich die gut gecraftete Animation anguckt. Animation, ne? Das ist das Einzige, was das Spiel hat. Und genug Bodenbomben. Schmeißer. Oh, ich geh mal hier. Okay. Jetzt. Oh, jetzt bin ich hier. Anderes Cyberland wieder was nichts bringt. Oh wow, ich bin da nur mit Boden gefallen. Schießen. Boah, ich bin durchgeschmissen. Und auch in die Eier boxen, ey. Ja, das ist das Wichtigste. Oh Gott, er wartet schon. Was? Hä? Ich wusste gar nicht, dass die Leiter benutzen können. Hahaha, die Explosion da dran. Immer an den immer hängen und Granaten werfen. Oh, er fliegt mit der Stahl! Schwebt! Ey, geil, extra Leben. Oh mein Gott. I call it life. Er ist irgendwie mit seinem ganzen Gatling-Stuhl rumgeflogen, keine Ahnung. Das ist das Witzigste daran gewesen. Ja, der war echt gut. Wir sind jetzt schon wieder. Auf hier so ein Aufstockraum. Muss mich nur mal dran erinnern, ob wir nach links oder rechts oder oben unten gehen müssen. Ja, das war ja auch nicht so ganz, oh Gott. Da ist ein bisschen Freiheit. Hier, guckt euch die Freiheit an. Das könnte unser Leben sein. Aber unser Leben ist hier. Was? Oh, die Freiheit, ey. Oh, scheiße. Er schießt mit seinem Lasermund. Das ist ein Ventil. Was ist das? Oh, das ist so giftig jetzt auf einmal. Ich glaube, das Ventile waren. Ey, jo, das waren zwei. Boah, heftig, boah. Ich glaube, wir haben davon noch keinen übersehen, gerade eben. Echt? Weil die Drohne so, oh, ich komm nicht durch! Oh, okay, scheiße. Ja. Arschloch-Drohne, ey. Lass dich ran! Nur alle Ventile nochmal finden und zurückgehen. Jetzt, wo wir wissen, wie sie aussehen. Was? Ich weiß nicht mal genau, wie die aussehen, wenn man noch irgendwie hat Bayerkamp und Begriff. Ich glaube, wenn man auch das jetzt nicht schwarzen Schniedel sind. Da ist eins. Ne, das war nur eins, okay. Da ist doch eins. Da ist noch eins, achso, verstehe. Das. Ich sehe die immer noch. Nee. Ja. Ach, das. Da ist noch eins. Auf einmal sind sie alle da. Fünf habe ich. Ventile wären doch irgendwo an der Wand oder so. Da ist noch eins, okay, da haben wir alles. Das ist unsere Kapseln, irgendwie. Ja, das sieht mehr aus wie Kapseln. Ich hab dir die Übersetzung verkackt. Geh jetzt zum Daniel. Okay. Okay. Bobby, 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 die Musik. Yeah, cooles Spiel. Ja, 60 hohen Granaten ist auch schon mal ganz verkehrt. Ja, hoffentlich sterben wir bis zum Ende nicht. Zum Endboss. Oh, doch, bei denen sterben wir wieder.
Der war voll unfair, das weiß ich noch. Auch vielleicht. Oh O'Neill, Shauri, ist tot. Ich kann sie in den Sarkophag wiederbeleben. Kannst du mir aber einen Gefallen tun? Klar, welchen? Besiege Ra! Weise mir nur den Weg. Es gibt eine Tür in das Innere der Pyramide. Da findest du 4 Teleporttore. Eines der Tore bringt dich zu Ra's Thronsaal. Kein Problem! Doch, ein Problem. Anubis ist der Wächter der Tore. Was? Ja. Wächter der Tore? Nochmal. Ja, Wächter der Tote. Kommt er jetzt? Nein, das ist ein kleiner Mann. Oh shit. Beiden Seitenschießer. Ja, was soll man noch sagen? Ja, die Dreieck, das Dreieck, was das wäre, oder? Ich hab euch gesagt, ihr wisst glaube ich nicht, warum ihr jetzt wieder eine. Was soll ich denn sagen? Ich spiele den Scheiß schon die ganze Zeit, ey. Also, du hast jetzt noch was zu tun, ey. Ja, wow. Ich brauche das Gesicht, das ich da gerade auf Lenkung gemalt habe, nicht mehr ändern. Das sagt alles aus. Oh mein Gott. Drei, ey. Zeug, kann man da durchgehen? Oder kam ich von dort? Keine Ahnung. Ja, komm, ich kann durchgehen. Ich oh. Oh, hallo, hier. Der Teil ist jetzt abgeschmiert, ey. Oh. Von Safe State, Matze. Einfach nur so. Einfach nur so aus. Falls es stirbt. Okay. Ich glaub, hab ich. Alex, wird doch bei dir irgendwie die Qualität immer schlechter? Ja. Die Übertragungsqualität, ja. Das wird immer verschwommen, ja. Ich will ein Bild von Han, warte. Ich will ein Bild von O'Neill machen. Bleib mal kurz stehen nach dem Team. Das soll nicht so blinken wie so ein Penner, okay. Alter, super. Effekt hochziehen! Alter! Ich glaub. Ich hoffe, ich kann gleich die Schrift noch lesen. Kann die Übertragung neu starten, wenn ihr wollt? Jo, mach mal schnell. Okay, alles klar. Ups. So jetzt. Kacke ist grad. Hast du schon das Bild gepostet, Alex? Ja. Guck dir das an, ey. Guck dir mal nicht an. Oh Gott, ey. Das Spiel hat auch keinen Bock mehr. Oh, okay, gut. Zippy. War ich schon nervös auf meinem Fingernagel rum, ey. Das ist Langeweile. Ja. Wo war ich jetzt? Was war nicht? Leute, ich brauche Hilfe. Ich bin verloren. Wo ist Teleporter? Der Terminal. Heli-Boot-Terminal. Danke, danke, Stuart, das Mann. Die Terminal. Da ist es! Da ist es, glaub ich! Wo kamen wir nicht von hier? Weiß ich nicht! Ich weiß es auch nicht! Was ist das denn? Gab hier her? Ich glaube, es war mal nur so eine Aufstocktür wieder. Aber da war das noch eine Versperrung doch. Zeitverschwendungstür. Ultimativer ultimativer toter Winkel, ey. Boah, boah. Oh, du bist gedruckt, sei scheiße. Markus, wenn die Musik so besoffen ist.
zerstöre. Steht doch einfach so mehr nichts um Ballern. Grüsseleffekte. Das ist richtig amerikanisch. Komm mal wieder, ey. Damit ist mir klar. Was ist die Gravion so kacke, oder? Ja, jetzt ja, wieder, ja, jetzt aber wieder. Ist egal. Och man. Mach einfach fertig. Oh Mann, oh. Grüsseleffekte. Wenn das gleich stehen bleibt, Text machen, dann wird das eh wieder einigermaßen. Ja, ich glaube auch. Warum ist das so? Weiß nicht, vielleicht Stage denkt sich Discord so, ey, der macht ja schon ziemlich lange Übertragung. Obwohl er kein Turbo hat, der soll sich mal Turbo kaufen. Wo geht's denn weiter? Weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind. Weiß nicht weiter. Warum sind eigentlich Leitern so Decken? Honey, Evan! Okay. Haben wir nicht daher? Aber rechts die Aufstockstür. Oh! Sterben. Kannst du dich nicht erlösen, wenn du rechts. So oder so brauchst du diese Ventile hier kaputt machen. Und da ist es gar nicht verkehrt. Immer noch? Ich gehe mal davon aus, dass es wichtig ist. Ey, Heilung. Weißt du, du hast bei deiner AP-Leiste Punkte. Bei uns ist das schon ein durchgehender Strich. Stimmt! Ist nicht so schade. Manchmal wird zum Strich. Stimmt. Mach einfach mal den hier, mal sehen, ob das bringt. Okay. Guck dir Uni ins Gesicht an bei dem Bild lieber. Boah, nicht besser. Das ist scheißegal, ey. Ja, wir müssen es genießen. Ich war ein bisschen den Dealer umbringen. Aber das hat mir gemacht. Das ist ein Kack-Level. Kam er hier durch, das, ja? Ich glaube, hier kam er, oder? Ich weiß es nicht. Man kann hier durchgehen. Ja, ich glaube, hier geht's. Ja, da kam. Ah ja, ist ein Computer, den ich noch nicht angemacht habe. Oh! Ich muss den Computer anmachen. Vielleicht geht's dauernd. Warte mal, was? Sekunde, du bist jetzt wieder da unten. Das ist der große Kreis gewesen. Stimmt, der Raum hat zwei Eingänge. Stimmt. Ja, ich weiß noch nicht. Was ist denn unser Objective gerade? Mit Daniel sprechen. Wir sollen einen Teleporter finden, der mich zu Anubis bringt. Okay. Teleporter durch Türen gehen, wo der. Bin doch Teleporter, du gehst in den Felsen rein, du kommst in den Keller wieder raus. Stimmt. Warum ist hier nix? Warum ist da so eine Wand? Hier darfst du nicht mehr durch. Ja, genau, schmeiß Granat dagegen. Ich mach den mit der Penisbombe kaputt. Ich will nur noch mal anmerken, dass das jetzt 82 Penisbomben sind. Das ist eine Menge Penisbomben. Ach du Scheiße. Ich will meine Penisbomben nehmen. Mann, ich glaub, du musst echt in dem einen Raum gehen, wo du gerade warst, in dem Cyberraum. Ja? Weil da war eine Dreieck-Ding, wo wir nicht durchgegangen sind. Vielleicht geht's da echt weiter. Den Terminal haben wir ja gerade gesehen, was du gemacht hast. Okay. Hier ist irgendwie nur eine Wand, wo man nicht durchkommt. Oh geil! Heilung und Penisbomb. Scheiß Drohnen, die einfach in die Presse fliegen, hey. Diese super aggressiven Drohnen. Also gehen wir hier wieder rein. Ja. Hier war es ja irgendwie direkt da drüber, glaube ich. Hier irgendwie über. Ding war das Ding. Oder so. Meinst du? Hier rechts auf der anderen Seite war der Terminal gerade. Und ich glaube, ganz oben links hier, das hier. Hier ja, kann nicht ja irgendwie kommen wir da nicht durch. Ja. Ey, haben wir eine neue Aufgabe für uns gefunden? Ich guck gleich Walkthrough. Was guckst du?
Los, Alex, mach dann. Dann kriegst du, dann wird das sofort gelöst. Automatisch. Ja, genau, oh, geil, wir haben Muni. Ich warte erstmal, ich glaube, das ist einfacher als das andere da, was wir gemacht hatten, was ich vergessen habe gerade. Ventile. Alter! Scheiß Schießer, ey. Wieder. Was, wo? Ah, warum bist du so ja, da musst du unten wieder, nach unten, musst wieder zurück. Heftig, ich will's cheaten, aber geht irgendwie. Das ist ein langes Seil, oder was ist das? Also jetzt auch. Ja, jetzt hab ich ihn kaputt gemacht, geil. Da gab's doch noch Penisbomben. Er hat fast 99 Penisbomben. Wo kommen wir jetzt? Was ist das für ein... Ja, egal. Vielleicht setzt die Öffnung da auf den... Ja, Alter, dann würden wir weiterkommen, ne? Ich glaube. Das ist ja voll kacke, dass sie die anderen jetzt kaputt gemacht haben da. Das war, wo? Hier? Keine Ahnung. Ich bin wieder ein Stückchen weiter rechts. Nee, das war rechts. Oder was suchst du gerade? Ich glaube, es war auch rechts, oder? Diese Laserschranke suchst du doch, oder? Okay, dann gehen wir mal. Ich dachte, das wäre der Ort hier gewesen, aber... Ja, okay. Nee. Das sieht ja alles gleich aus. Ja. Ja, okay, ich glaube, hier hoch ist. Und dann musst du nur noch irgendwie so eine Kacke hoch und dann bist du da. Ja! Oh! Geht's nicht weiter? Weiter? Oder ist das ja! Gar nichts? Oh Gott. Jetzt ist das nur so alt. Oh, nee, es geht weiter. Eine Granate, okay. Es geht weiter, ey. Oh, Lila, schon kein Bock mehr zu rennen. Oh yeah. Oh! Ich schwimmt das wieder unlogisch. Oh shit, ey. Boah, das sind zwei Anubisse nebeneinander gewesen. Oh ja, was? Ja, oh, ist Kack. Ja, ich schmeiß dich mit Scheiße. Oh, da sollst du dich rüber, ey. Der nimmt dich sonst auseinander, ey. Wir machen Fortschritt gerade. Ey, geil, ey. Hoffentlich ist da eine Tür oder sowas. Oder der andere, ach, der andere, das andere Terminal ist bestimmt hier. Und abschießen muss. Ach, hier ist nochmal eine Laserwand. Ja, wir sind fast draußen. Wenn wir einfach so ein Level aus grüner Matsche und dann Bruce Waldo spielen, ey. Ja, Tür oder so. Ja! Oh, Heilung, geil. Ist hier noch mehr? Oh, geil, ey, aufstocken. Oh, da ist noch so Radioaktivität. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Oh, die Nagara oder wie die heißen, haben eine Atombombe. Nimm die Fässer hier mit. Hey, geil, jetzt sind wir hier. Ich hab nicht mehr dieses krätze Grün, ey. Hier ist Grissel-Effekt am schlimmsten irgendwie. Ja, weil der Hintergrund so komisch ist, ja. Und alles gleich aussieht. Oh, oh, no! Oh Gott, oh Gott, ich muss die Backe immer noch da. Okay. Schnell weg hier. Heute sind wir schon mal, Leute. Wir sind jetzt in einem komplett neuen Gebiet und stehen so viele Möglichkeiten offen. Kann doch gar nichts mehr schief gehen eigentlich. Kommst nicht hier auf die andere Seite. Diesen schlechten PC da zu zerstören oder so. Oh Gott. Scheiß Granaten, ey. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Schein, ja. Das sind keine Granaten. Die Penisbeute. Oh Gott. Gewisse Effekt. Die Lebensleiste mit wieder zu der Leiste. Bruce Lee, was findest du davon? Bruce Lee ist die ganze Zeit konzentriert. Ja, ich glaube, das ist der Einzige, der noch Kraft hat von uns. Ja. Ja. Er hält durch, ey. Deshalb Bruce Lee, ey. Ja, ist echt so. Oh Gott, was ist das für eine Hölle? Wollen mit Absicht, dass du runtergehst. Oh, 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 okay, cool. Was ist das für eine Hölle? Okay, gut. Oh. Was? Oh, Anubis!
Warte, was? Ist er... Ja. Okay. Und mit Stacheland. Bewacht die Tür. Der bewacht Stacheland, ey. Der ist bloß für alle der Bomben raus, ey. Der hat sich nicht mal introduced, ey. Der ist so schnell kaputt, weil die Penisbomben so stark sind. Ja, ist echt so. Ah! Hinter alle Töpfe. Der schießt da hin, der ist bestimmt da irgendwo. Irgendwas trifft. Ja! 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 Okay. Mach coole Moves. What? Die Rollerbomben sind über die... Ja, die bouncen halt. Die... Stimmt. Mats hat den Bounce richtig benutzt, ey. Scheiß einfach überall Penisbomben. Richtige Granatenphysik, ey. Ach du Scheiße. Ja, Ballerin hat den Scheißer. Er verhindert, dass das Spiel zu Ende ist. Er teleportiert sich so cool. Okay, ja. Das ist ein guter Grund, jemanden zu ermorden. Das ist ein Hindernis. Ich hab getroffen. Ich glaube, wenn der da so rechts direkt unter dir ist, kannst du die im hohen Bogen schmeißen, oder? Ja, das können wir mal ausprobieren. Okay. Oh ja, voll, voll in die Fresse, ey. Oh, für die Arschloch. Ja. Oh, schade. Mach ihn weg. Oh yeah, oh scheiße. Oh, schmeiß. Oh, überall Granaten. In jedem Winkel. Gott. Fast, ey. Oh. Ein Stückchen weiter links auf der Plattform sein, irgendwie. Das ist egal. Das sieht zwischen abballern. Ich aushält. Ah, ey. Ja, er muss nachher die Presse kriegen, ey. Oh mein jetzt Gott. Ist... Oh! Fick dich, Arschloch. Also, ja! Boah, jetzt explodiert er, ey. Ist auch noch ein Scheiße. Hier war das cooler Rumbausen. Cool. Wir haben es geschafft, Leute. Oh Gott, okay, cool. Geschafft, bevor die Plattform wegkommt. Warum sind hier vier Türen? So, wir müssen die richtige Tür nehmen, sonst müssen wir noch extra was machen. Oh. Was? Ich glaube oben rechts. Sag ich es einfach. Oh ja! Wir sind hier in Ordnung, wir sind in der Pyramide. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Macht, dass ihr da rauskommt! Ich werde Ra erledigen und ich habe so ein Gefühl, dass es das nicht leicht sein wird. Danke, ich kann es machen. Was hast du keinen Bock zu lesen? Auf einmal wird der Bock kein Arsch mehr. Ey, wir haben die richtige Tür genommen. Oh. Geil. Was ist das denn für ein Ding? Oh, so Gott! Ist das Ra? Warum sieht Ra aus wie so ein Superhirn irgendwie? Was? Teppich? Schon voll cool eigentlich. Was? Ach, stimmt. Stimmt. Ja, nur wie noch an das geheime Land in der Ecke. Ich hab's vergessen gehabt. Stimmt, ey. Das Penis. Oh mein Gott, ey. Gott, es ist bald vorbei. Nein, nein. So muss ich ihn noch besiegen, Timo. Ey, geil, er hat auch einfach sein Leben nicht regeneriert. Ey, du hau den Mini-Eier, ey. Nur so können wir erlöst werden. Nein, die roten Teile! Die roten Kugeln sind die, ist der Eierpunch von Ra. Warum nimmt sich Ra nicht die Heilungspakete? Stell dir mal vor, der würde sich die echt schnappen. Stell dir vor, O'Neill müsste gegen O'Neill kämpfen. Oh, Alter! Scheiß Projektile, ey. Wo ist denn der? Wieso kommt er nicht weg? Er ist ganz oben, ey. Ja, ich glaube, der bleibt immer da, bis er irgendwas kriegt. Oh, scheiße, O'Neill kommt langsam näher, ich muss hier weg. Oh, scheiße, da bin ich nicht gerecht.
Das ist voll der Camper, ey. Nein! Aua! Oh! Wow! Voll die den Schuss weggranatet. Was? Ich treffe mich voll weg, ja. Das war vor Ort. Ist er? Halbes Leben. So, halbes Leben ist für mich fast so. Mein Vater schreit, die erstmal Fußball schauen muss. Polen gewinnt. Ey, Polen gewinnt, aber deswegen hat dein Vater geschrien, als Russland yes! vorne. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann das war. Wer ist übrigens gerade nicht fair spielt, ich habe einfach nur gesagt, Polen gewinnt. So, okay. Dass du denkst, ich hätte irgendwie Kontext oder sowas. Das hätte sein können. Schau ja nicht. Mein Vater hat nur in die Hände geklatscht. Yes! Hat er gemacht. Alter, das war die Bounce Grenade, ey. Plattform des Himmels. Genau, einfach auf der scheiß Plattform bleiben, ey. Aua! Das ist irgendwie der beste Punkt. Ich hoffe, du stirbst nicht. Oh! Nein! Weißt du, mach den Rüdiger, ey, und mach einfach Safe State. Kannst du nochmal in den Secret-Raum gehen und Heilung holen? Nein. Da soll ich mal gucken, ob da welche ist. Spot die nach. Oh, alles leer! Also, ja, das ist aber schade, dass hier keine Heilung ist. Ich stell mir gerade vor, wie O'Neill wie Donkey Kong aussieht, als er in sein Bananenlager reingeht und merkt, dass keine Bananen mehr da sind. Scheiße, ey. Bei Donkey Kong Country halt so, oh, so das Gesicht. Also bitte, gib dein Bestes, ey. Ey, was soll ich denn machen, ey? Ja, ich hab mich. Das ist, wir wollen erzählen! Bitte, Mann! Ey, die Heilung ist wieder gekommen! Oh, shit! Stimmt, die Heilung ist wieder gekommen! Timo, du musst nur. Weißt du musst dich nur noch freuen! Das ist das Ganze vorbei! Das ist doch jetzt das erste Mal First 2, oder? Ja, das ist total geil! Das ist die zweite Phase! Ich wusste es halt noch ganz genau, dass es kommt. Was ist der Nacki? Ich meine, der Nacki ist so super stark. Wir werden sterben. Nein, Baby, nicht. Nee, nee, das ist nur ein Heilungspaket gleich. Ja, er macht nur coole Nacki-Kanzen, das alles macht er nicht. Mein Vater hat auch gemacht. Nein! Oh, meine Vagina! Hey, yo! Ich hab Bock weiterzumachen! Bitte mach schnell! So, ich hab Bock auf neue Granaten! Eine geile Knarre! Das war ein gutes Gewehr! Die Bomben sind eh scheiße irgendwie, ey! Du machst dein Gewehr genauso viel Schaden! Jetzt hast du ein Gewehr-Upgrade, vielleicht ist das stärker, genau! Mit 18 Grad! Jetzt sogar ein Kleidungsmensch, okay. Oh, er hat sich echt komplett neu. Cool. Mal nicht gucken, so cool. Mal gucken, ob du in Grey Let's Play geselbstet hast. Ich weiß nicht mehr. Das schaffst du, Matze, ich glaub an dich. Ich weiß noch gar nichts mehr, ey. Meine Hoffnung liegt in dir. Okay. Du hast auf jeden Fall sehr oft geselbstet beim letzten Mal. Tot! Naja, ich glaube, Mats hat den schon raus, ey. Der braucht keine Safe States. Safe States sind für Loser. Bro, keine Ahnung, was ich hier mache, ey. Ich weiß nur, dass du sich immer ungefähr wegteleportierst. Mats hat echt hart gesafe-stated. Ich bin wieder abgezogen, spätestens bei der zweiten Phase. Da weiß ich ja, was ich zu tun habe. Oh, irgendwie hast du in dem Let's Play, als ich mich durchgeskippt habe beim Let's Play, du hast echt oft gesaved. Jeder Treffer sofort ein Safe State, ey. Ja. Jedes Mal getroffen, Safe State geladen. Nee, nicht geladen, aber viele gesetzt auf jeden Fall. Optimized Hotkeys. Oh mein Gott. So. Ne?
Ich hoffe, es stürzt jetzt nicht ab. Jetzt, wir haben F2. F1 zu speichern. Okay. Gut. Einmal getroffen, Lan. Oh! Wie cool du die Granate runtergeschmissen hast. Vom Seil. Du noch? Stell dir mal vor. Autoshot kommt jetzt wieder. Jetzt stell dir mal vor. Du würdest das auf hart spielen. Mit einem Treffer von dem scheiß Boss zieht dir irgendwie ein Fünftel deines Lebens ab oder so. Ja, das wäre cool. Würde das nicht Spaß machen? Das ist cool, wenn man... Oh Gott. Wenn Filmer schießen. Ja, ich bin dumm. Wow. Das voll stark. No safe stating aktiviert. Eine Bewegung gemacht, gesafe stating. Sprung gemacht, gesafe stating. No safe stating. Grüß mich lieber ins Staun. Ich bin unsichtbar. Ich treffe dich. Ah. Alter, wir umfahren! Du machst den Laser aus deinem Rock und dann kann ich nichts machen! Hey! Nee, das wäre halt normal. Laser aus deinem Rock? Oh, was da? Da wartet es schon. Okay. Oh, Scheiße, ey. Was für... Ich glaube, es geht, du kannst keinen Wurf reinbekommen. Was? Du hast wackelig gemacht. Boah, gut abgefangen! Warum ist Timo tot? Ja, Mann. Okay. Kannst du nicht einfach zu Ende sein? Nein! Nein! Du hast doch 9 normale Granaten. Er will sich gleich nackig machen. Ja, du gehst zum Kessel, wenn ja, Mann, ja. Nein. Schon gefragt, oder? Er macht sich doch nicht nackig. Ich hab Wasser gebraucht, Alter. Achso, okay. Hör auf mit seiner unfairen Scheiße. Oh, nackig. Oh, ja! Ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr nach dem Matze. Nein. In einer Sekunde im Zeit geladen weil er einfach getroffen. Nee, weil er einfach den Gegner treffen wollte. Das war nicht mal, dass er getroffen wurde. Er einfach 5 Sekunden im Zeit geladen. Jetzt war es einfach. Er hofft den perfekten Spawn. Du hast gerade 4 Optionen, wo er oben über dir gespawnt wäre. Hat die Animation gestartet. Tschüss! Jetzt spawnt die Heilung da. Bestimmt irgendwann. Nach, oder? Oh nee, scheiße. Ich hab gerade echt kurz gedacht, ich erstick, ey. Oh Gott. Genau, schmeiß ich mit Granaten, weil er unfair viel Leben hat. Warum macht er den falschen Klatscher? Mann, die roten Kacke! Oh. Warum wird denn nackig? Oh, Heilung. Ja, genau, ich kann die roten Kugeln nicht mehr abschießen, Abby. Na doch. Ich kann Lengo updaten, ey. Was war das? Oh, war unten. Mann, hör auf mit deinem Breakdance, wenn du einfach weggehst. Boah, weggeflogen! Sehr gut gemacht.
Hau dir wieder ab mit seinem nackten Schädel. Was sind die Füße von ihm? Okay. Ich baller dich ab, schau rein! Ich brauch was. Ich bin kaputt, ey. So hart gesafescummt hat. Alter, ich hab gerade so viel Schaden gemacht. Boah, geil, ey. Das fand die Heilung auch. Oh, Alter! Boah, Alter, boah, heftig. Er hält voll nichts aus, wenn er nackt ist. Ja, er muss nur die Moves kennen, ey. Er muss nur richtig predikten. Oder selbst nichts laden. Yeah! Oh, was? Yeah! Die Kammer ist wieder voll, ey. Los, die letzten Penis gerade, ich hau ihn so in die Eier beim letzten Mal, ey. Ich finde, wir sollten das in die Eier schicken. Diese Stelle. Super Safe Scum. Er ist despawned gesafestated, ein bisschen nach links gegangen gesafestated. Ich hab keine Muni mehr. Keine Muni mehr, scheiße. Boah, Alter, jetzt muss ich in die Eier hauen. Fast, jetzt fast. Muss ich, jetzt muss ich in die Eier hauen, ey. Das hat er sich so verdient. Schießt immer noch, pass auf. Mann! Oh! Und nochmal. Ich muss direkt ihm ins Gesicht sehen und ihn schlagen. Ja genau, klettern langsam hoch, um ihn umzubringen. Nein, doch! Hallo! Scheiße, egal wie schnell du bist, ey. Oh! Das ist doch egal! Das war egal, ich muss in die Eier hauen! Ja! Hau ihm die Eier an, O'Neill! O'Neill, hau so schnell wie möglich ab! Was? Ich hab endlich dieses Ding, wo ich es haben will, und du möchtest, dass ich weglaufe? Du musst da raus! Pyramide ist gerade dabei abzuheben, Ja, versuch dich mit ihm einzustellen, In diesem Fall bin ich schon so gut wie weg. Warum ist er immer noch da? Was macht er da? Was? Was? Oh yeah, ich komm hier raus. Bin ich nicht. Oh, yeah, okay. Oh, Scheiße. Wow, warte. Ja, Leute. Das alle Freunde. Was ist denn letztes Schuss? Okay. Dann hab ich mich verändert. Amerika! Wir machen jetzt! Danke. Glückwunsch. Du hast die Atombomben sicher in das Raumschiff bringen können. Und es ist explodiert, als du da zu fliehen versuchte. Was macht Arnold Schwarzenegger da? Komm bitte den Geilhaken. Jetzt. Mit den Hieroglyphen, die du gesammelt hast, kann ich Daniel zur Erde zurückbringen. Geil. Ach, dafür waren die roten Teile da. Ist das Good Ending? Hatte ich das schon mal? Oh, ich guck jetzt nach. Ich guck jetzt nach. Ja. Das Good Ending. Alter, ich hab alle Hieroglyphen. Heftig. Yeah. Glückwunsch, Colony, Auftrag ausgeführt, du hast die Erde vor der Vernichtung bewahrt. Habe ich das die letzte Mal auch gehabt? Aber das auf jeden das Fall. Cool. Das hier, das mit Stargate-Bild hier, das letzte, das war auf jeden Fall da. Ich guck auch derselbe Text? Oh, das. Das Bad-Ending! Das Bad-Ending ist. Es wird gar nicht erwähnt, dass du alle Hieroglyphen genommen hast. Wow. Das skippt einfach zu diesem Bild hier gerade. Geil. Wow. Cool. Ey, wir haben das Good Ending diesmal gehabt, ey. Geil, ey, Good Ending. Ja. Wir haben es geschafft, Leute. Ja.
Good Ending, ja, kann man so sagen. Nicht für uns, aber wenigstens fürs Spiel. Alex de Lucia. Leute, wir haben Stargate zum dritten Mal durchgespielt. Und wie fühlt es sich an? Scheiße. Bruce Lee, wie fühlt sich das an? Ja, Bruce Lee. Was soll der dazu sagen? Tantalus. Tantalus. Also ich muss sagen, das Spiel hat definitiv seine Stärken. Ja, okay. Ja. Aber auch sehr viele Schwächen. Weißt du, wohin dieses Spiel gehört? Schwächen sind doch kaum erwähnenswert. Matze, weißt du, wohin dieses Spiel gehört? Ja. Hierhin. Oh Gott. Einfach so Müll, Leute. Das sind die Stärken. Und habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen, Leute? Nee. Mann, aber es ist doch zu Ende, ihr solltet euch doch freuen. Bock mehr, ey. Alles zu Ende. Hallo, weißt du, wie ich mich jetzt fühle zum dritten Mal? Weißt du, du bist zum ersten Mal dabei gewesen. Ich hab das schon dreimal gehabt, dieses scheiß Spiel zu spielen. Beim ersten Mal warst du noch okay. Beim zweiten Mal muss ich dann ein Stück durchziehen mit Alex. Und jetzt muss ich nochmal ein Stück durchziehen mit dir zusammen. Weißt du, wie er sich fühlt? Er hat das auch schon zweimal. Ich hab auch mad Respekt davor, dass du das dreimal geschafft hast, Matze. Weißt du, ich hab den maddesten Respekt. Ich hab... Unser zweites Mal hintereinander war schon sehr viel anstrengender als das erste Mal. Mad Respekt. Oh, gleiche Cola. Picknick. For the patience. Ja. Cola und... Cola. Und Picknick. Okay, danke. Okay, das war's. Ist es vorbei? Ja. Stark, ist vorbei, ja! Ja. Ich finde, du solltest mein Bild jetzt da rein editieren am besten. Mein Pusch. Ja, danke, Arnold Schwarzenegger. Wir können werden, ja. So. Leute, das war Stargate. Das also, ohne drei. Scheiß, ne? Gib mir 1000 Euro, wenn wir das zum vierten Mal sehen wollen. Das ist scheißegal, wie das macht. Nee, das ist kackegal, ich mach das nicht nochmal, ey. Wenn wir die 1000 Euro sehen wollen, sonst mach ich die Scheiße bestimmt nicht nochmal. Ich bin süß, jeder. Schön, dass ihr dabei wart und wahrscheinlich habt ihr mehr Spaß gehabt als wir. Ja. Tschüss. Ciao.